Wir haben Spätsommer, die schönste Zeit des Jahres. Nicht etwa, weil man den ganzen Tag am See verbringt und draußen noch im T-Shirt Bier trinken kann abends. Nein, weil man den ganzen Tag die Jalousien runterlassen und bis spät nachts am Stream hängen kann. Es ist nämlich nicht nur Sommer, sondern bald auch wieder Major-Zeit. Und damit herzlich willkommen beim 99pod, powered by AMD. Mein Name ist Kauzi und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, nämlich Deutschlands bestes Casting-Duo. Jitko, direkt neben mir der gute Tobias Stoll. Wie oft warst du dieses Jahr schon am See? Schon sehr oft eigentlich. Ich glaube, so 14 Mal. 14 Mal, das kann, bedeutet nur, dass du nicht genug Counter-Strike gespielt ja, hast. Ja, ich habe zu viel Freizeit. Das ist wirklich schlimm, ja. Zu wenige Events, zu wenig Carsten. Das Problem kennen wir alle. Ich muss mal wieder ins Studio, so wie der Venom. Bei Venom stelle ich die Gegenfrage, wann hast du das letzte Mal die Jalousien hochgemacht? Die sind immer unten, sind auch fest installiert dementsprechend. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch sehr oft schon am See, habe direkt einen See vor der Haustür und muss mit meinem Hund da lang. Also dementsprechend, der ist eher störend, weil da sind zu viele Insekten und deswegen die Jalousien, die sind schön vernagelt, das passt. So, ihr wart also zu oft am See, das werden wir jetzt ändern, nämlich verdammt arbeiten. 3 Wochen Counter-Strike, das Starladder Major direkt vor der Haustür hier in Berlin. Worauf freut ihr euch am meisten? Am meisten freue ich mich eigentlich darauf, dass die Player Break endlich zu Ende ist und dass wir wieder Counter-Strike auf hohem Niveau sehen. Klar, es ist immer ein bisschen gesättigt über die letzten Wochen gewesen, deshalb ist die Player Break dann immer ganz schön, nach der IM Chicago so ein bisschen Freilauf zu haben. Ansonsten freue ich mich drauf, den einen oder anderen vielleicht ja auch zu treffen, weil Berlin, ne, ist ja nicht um die Ecke, Warschauer Straße ist nicht weit weg, 40 Minuten, kann man vielleicht mal vorbeischauen. Ne? Kann man eventuell mal machen. Ja, definitiv. Alleine, dass Counter-Strike auch mit einem Major wieder in Deutschland quasi zu Hause ist, das gefällt mir einfach am meisten. Und dann natürlich die Hauptstadt der Bundesrepublik, schön mit Berlin damit zu punkten, ist natürlich einfach ein Träumchen. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir auch da mal vor Ort sein können. Aber das ist gut, die Frage. Grundsätzlich erst die Games gucken und dann vor Ort mal ein bisschen rumlümmeln. Das ist meine Priorität dementsprechend. Ich muss sagen, dass die Mercedes-Benz Arena wirklich eine sehr geile Arena ist. Also PUBG hat es ja schon vorgemacht. Was man da rauskitzeln kann mit dieser Center Stage und allgemein die Gegend rund um die Mercedes-Benz Arena bietet halt auch sehr viel. Ich denke, wenn sich der ein oder andere noch kein Ticket geholt hat und die Möglichkeit hat, soll das auf jeden Fall machen. Genau, diesmal gibt es ja auch, glaube ich, die Möglichkeit, schon zur zweiten Stage zumindest als Publikum dabei zu sein, in dieser Verti Music Hall. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die direkt neben der Mercedes-Benz. Genau. Die Mercedes-Benz Arena ist hier, dann ist da dieser große Platz mit den Säulen und diesen LED-Dingern, dann ist da das Kino und da ist die Arena, diese Musikhalle. Definitiv. Wenn wir also Zeit haben, ich werde zumindest für die letzte Stage da vor Ort sein. Kann deswegen leider nicht bei euch sein. Ich bin ein wenig traurig, aber es passiert. Ja. Sollte man auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn es noch Tickets gibt, besorgt euch welche auf jeden Fall nicht verpassen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen die Teilnehmer durch. Wir fangen natürlich mit der Challenger Stage an. Und ich frage einfach mal so ein bisschen ab, welche 8 Teams ist eurer Meinung denn weiter schaffen. Ich lese erstmal einmal alle Teams ganz kurz vor, so in der Reihenfolge, wie sie bei uns in der Coverage drinstehen. Da haben wir Team Vitality, Avangard, Hellraisers, G2 Esports, Complexity Gaming, Mousesports, NRG Esports, Forze, Greyhound Gaming, Crazy, Furia Esports, Syman Gaming, Tailu, North, Inz Esports und Dream Eaters. So. Ja, also wenn man sich insgesamt mal mittlerweile auf der Welt umschaut und sich die Counter-Strike-Teams anguckt, dann hat man mittlerweile wirklich Schwierigkeiten, diese Slots zu vergeben, muss man ganz ehrlich sagen. Mittlerweile wirklich, die Teams werden immer besser, werden immer stärker, immer konstanter. Man holt langsam auf, auch insgesamt so dieses Kontinentdenken gibt es mittlerweile auch nicht mehr so extrem. Natürlich, die Asiaten hängen nochmal ein bisschen zurück. Afrika nehmen wir da jetzt mal komplett raus. Die haben halt einfach nicht so die große E-Sports-Community. Aber dann ist es einfach schwierig. Natürlich, wir haben, du hast es gerade gesagt, ich meine, Vitality war auch schon genannt, ne? Mhm. Richtig. Genau, Vitality für mich natürlich durch, braucht man gar nicht reden. Energy für mich auch ein Team, was eigentlich durch sein müsste. Furia, wo man erst sagt, Furia, okay, und die sind mittlerweile einfach auf dem 7. Platz, glaube ich, der Welt. Die sind momentan extrem konstant. Die würde ich da auch noch mit einbeziehen. Und dann fängt es an, wo es wirklich so diesen Klumpatsch gibt, wo dann auch so ein Team rauskommt wie Crazy, was sich quasi jetzt mittlerweile immer mehr bildet, wo einfach dann diese asiatischen Vertreter drin sind, die auch auf solchen Turnieren immer sehr stark sind. Aber ich denke mal, Tobi kann da bestimmt auch noch ergänzend was zu sagen. Ja, also ich kann dir da eigentlich nur folgen. Also Vitality ist eigentlich so das Team,
zusammen mit NRG, was auf jeden Fall durchkommen sollte. Wo da seht ihr denn Vitality im Gesamtkontext gerade? Wenn ihr eine Rangliste erstellen müsstet, eure eigene, wo wäre denn da Vitality auf welchem Platz? Top 3. Top 3? Ja. Ich habe sie, glaube ich, auf den zweiten Platz gesetzt, direkt nach Liquid. Mhm. Aber da reden wir ja wahrscheinlich später noch drüber. Genau. Also Vitality ist für mich das Team auch, was eigentlich durchstarten sollte, auch die nächste Stage schaffen sollte. Dafür das Line-Up zurzeit zu individuell stark, besonders mit Saivu. Muss man einfach sagen, dass das Line-Up individuell super zugelegt hat, plus halt diese taktische Erfahrung, die man halt mit einem NBK und einem RPK zusammengesammelt hat. Das zweite Team ist NRG. NRG ist zurzeit meiner Meinung nach das konstanteste Team, was bei dieser ersten Stage rumläuft. Die spielen nochmal einen Ticken konstanter als Vitality, sind individuell nicht so stark, aber man merkt halt, dass NRG eigentlich immer, wenn sie halt auf einem Turnier gespielt haben, eigentlich immer im Viertelfinale gesetzt waren, packen aber zurzeit nicht diesen Halbfinalfluch zu brechen. Das ist das größte Problem, was NRG zurzeit hat. Die können alles besiegen, die können gegen Astralis gewinnen, die können gegen Team Liquid gewinnen, die können gegen Vitality gewinnen, müssen aber diesen Halbfinalfluch brechen. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das im späteren Verlauf schaffen. Ja, ansonsten bei mir eigentlich so die Klassiker, so Mouseboards sollte es eigentlich auch schaffen. Mouseboards ist halt ein Team, was ein bisschen ja immer so am Struggeln ist, hat man ja auch gemerkt im Miner, dass sie halt am ersten Tag besonders gegen Crazy, was irgendwie ihr absoluter Endgegner ist. Ich weiß nicht, was sie gegen Crazy haben. Egal, das alte Lineup oder das neue Lineup hat immer Probleme gegen Crazy oder beziehungsweise gegen Valiance war es ja damals. Mhm. G2 ist für mich auch ein Kandidat. Okay, der sollte es eigentlich auch schaffen. Bei mir so ein bisschen auf der Kippe ist Furia, weil Furia hat eine starke Phase gehabt, ist aber gerade so ein bisschen am Schwächeln. Sie beziehe ich aber eher darauf, dass sie ein sehr großes Reisepensum hatten und dadurch halt sehr überspielt waren. North ist eher so eine Wundertüte, ist aber für mich das Team, was auch gesetzt ist. Aber die Teams, die halt unten nachkommen, sowas wie Inst, Crazy, Furia, Force, das sind alles Teams, die auch diesen Platz zum Beispiel einem North abnehmen können, einem G2 abnehmen können. Also für mich sind gesetzt Vitality, Maus und North, Vitality, Maus und NRG und der Rest kann sich halt mit Forts, den Hellraiser vielleicht sogar dann am Ende sogar noch aufschließen. Also da kann gut durchgemischt werden, noch. Wie seht ihr denn, um mal kurz bei NRG zu bleiben, die von euch beiden genannt wurden, den Wechsel Dabs zu Stanislaw? Sehr positiv. Ja. Also ich finde halt, dass besonders Stanislaw beim Miner wirklich super Leistung gezeigt hat. Hat so ein bisschen beim ersten Turnier ein bisschen Eingewöhnungsphase gebraucht. Aber sie haben irgendwie auch durch den Wechsel von Dabs zu Stanislaw nichts irgendwie verloren. Meistens hat man ja, wenn man den Ingame-Leader wechselt, hat man ja auch so einen kleinen Einbruch. Den hat man bei NRG überhaupt nicht gesehen. Eher hat man die Kurve nach oben gesehen. Also sie waren ja so in der Top 7, Top 5, konnten sich jetzt so ein bisschen stabilisieren in der Top 5-Position. Auch dadurch, dass sie halt eigentlich fast auf jedem Turnier, wo sie spielen, immer im Halbfinale stehen und dann halt gegen einen stärkeren Gegner mit einem sehr knappen Ergebnis rausliegen. Aber Stanislaw entwickelt sich gerade, wenn er dranbleibt, weiter zu so einer amerikanische Version von so einem Clave, ja? Weil er ist individuell gut, hat aber auch das taktische Verständnis, dass er sein Team gut leiten kann. Also ich denke mal, wenn man einen Ingame-Leader-Wechsel macht oder insgesamt Spielerwechsel und man nicht schlechter dasteht, als man es zuvor war, hat man eigentlich schon alles richtig gemacht, weil ich sage immer, Wechsel gehen immer in die Zukunft, das ist immer eine Zukunftsperspektive. Man muss erstmal zusammen auf einem Event spielen, um zu gucken, wie es läuft. Du sprichst manchmal vom Honeymoon-Effekt, der kommt natürlich auch gerne mal vor. Neuen Elan, einfach frischer Wind, richtig Bock zu haben und dementsprechend denke ich auch, dass es eigentlich ein Gewinn ist. So. Auch ja, wenn man natürlich einen starken Spieler wie Dabs dann auf der Strecke lassen muss, aber so ist es halt. Ja, der arme Dabs vor allem das zweite Mal schon von Stanislaw gekickt worden. Schade halt, ne? Passiert ihm leider immer wieder. Aber was willst du machen? Mhm. Aber das Ding bei NRG ist halt auch, dass es halt ein Team ist, was individuell sehr stark ist. Also ich kann halt nur sagen, dass Priest halt der geheime Starspieler ist bei NRG, der meiner Meinung nach eigentlich nur untergeht in den Turnieren, weil NRG nichts gewinnt. Mhm. Also für mich immer bei den Turnieren, wo sie gespielt haben, immer dieser EVP, also dieser Spieler, der den MVP eigentlich verdient hätte, aber da sie das Turnier nicht gewonnen haben oder nicht im Finale waren, halt diesen MVP-Award nicht verdient. Priest ist bei jedem Turnier einfach super konstant. Also er ist den Spieler, den sie brauchen, um beim Major oben mitzuspielen.
Wo ich aber leider nicht beipflichten muss, ist, als ich eben gehört habe, Mouseboard sollte eigentlich gesetzt sein. Das ist zum Beispiel für mich, wir haben ja eine Top 8 und eine Flop 8 gemacht. Mhm. Ich habe Mouseboards auf den letzten Platz der Flop 8 gesetzt. Nicht aus dem Grunde, dass ich denke, dass die einfach im Vergleich zu den anderen Teams schwächer sind, sondern dass wirklich denke, dass da diese Konstanz noch ein bisschen fehlt. So, Mouseboard struggelt dann wirklich, du hast es angesprochen, Crazy, dagegen hat man keine Schnitte gehabt und da sehe ich diese große Angst, vor allen Dingen auch bei diesem breit gefächerten Lineup, was wir halt unten schon in der Challenger Stage haben. Es ist ungemein, was da für Teams rumlaufen, mhm. Und wenn, man muss es auch vergleichen, ein Chris Jay, der hat fast schon alles gesehen, auch die ganzen, so dieses Mouseboard, dieser Transitionsverein, da wird erwartet, dass man abliefert und dann gegen vermeintlich schwächere Teams seine A-Spiel zu zeigen, was man heutzutage machen muss, da glaube ich, ist eine große Schwierigkeit und ich hoffe, dass sie das passende Mindset dafür haben. Hm. Und deswegen sehe ich bei Mousebots alles. Ich sehe wirklich das typische Vorrundenmaus in Anführungszeichen, aber auch wirklich den Einzug bis ins Finale. Also da ist alles möglich. Hm. Das Personal dafür haben sie, aber ich glaube, es wird nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie sich Voxic und Frozen präsentieren werden. Ich denke, die anderen Spieler haben genug Erfahrung und genug Coolness. Voxic halt noch ein sehr junger Spieler, aber das sind beide Talente. Und was für welche? Es ist halt vielleicht genau das Turnier, das die den Weg zeigt, in welche Richtung am Ende sich auch Mousebots bewegt mit diesem Lineup, wohin sie längerfristig denken können, wie sich ein Voxic und ein Frozen entwickelt in der nächsten Zeit. Weil das sind die Spieler mit der wenigsten Erfahrung in dem Lineup, aber mit dem größten Potenzial. Der größte Punkt, abschließend gesagt, Mousebots ist natürlich irgendwie noch in Verbindung mit Deutschland. Ich zumindest, mein Herz schlägt auch immer für Maus. Schon alleine wegen Chris Jay natürlich, ja. Das ist noch eine andere Sache. Das ist eine heimliche Liebe. Zwei Eingedeutschte da quasi. Also mit Kerrigan. Kerrigan dürfen wir nicht vergessen. Richtig, genau. Kerrigan ist auch dabei. Man hat natürlich noch die Sympathie in Deutschland und ich denke natürlich auch, dass man das auch in der Crowd spüren wird, sollte Mousebots halt genug weiterkommen, advancen. Und da denke ich mal, kann man vielleicht auch noch diese Welle mitnehmen. Also diese erste Stage, die müssen sie unbedingt kriegen. Wenn sie das haben, so dann denke ich mal, sieht es ganz gut aus. Definitiv. Sie füllen so ein bisschen die Lücke, die hinterlassen wurde, dadurch, dass kein deutsches Team sich hier leider in Deutschland qualifiziert hat. Aber wir feuern dann halt die Dänen und die Holländer an. Das wird schon irgendwas feuern wir schon an. Das passt schon. Genau. Vitality haben wir schon drüber gesprochen. NRG haben wir drüber gesprochen. Dann kommen wir mal zu den Hellraisers. Was ist denn da eigentlich los? Die Hellraisers, die tun mir immer leid. Hellraisers ist irgendwie die Talentschmiede der Welt. Die holen da wirklich mal die besten Spieler raus, keine Ahnung. Dann werden die so langsam geformt, dann merkt man, ey, das ist ja der übelste Diamant. Dann werden die einfach schön rausgekauft. Also jedes Mal verlieren die Hellraisers ihre Spieler. Und Angel, ich glaube, der muss gefühlt so frustriert sein wie Crystal damals in Deutschland. Der hat ja wirklich jedes Mal so ein schönes Line-Up. Glück hat er, dass sein verlorener Sohn Oscar wieder zurückgekommen ist. Dann kann man wenigstens so ein bisschen Reunion feiern. Ja. Aber grundsätzlich irgendwie Hellraisers immer die Verlierer im Wechselkarussell. Ich finde aber, dass die Hellraisers aus dem, was sie dann machen, eigentlich immer was Gutes rausholen. Also sie picken dann auch immer so ein bisschen die verlorenen Spieler, die keiner mehr haben wollte, zum Beispiel Lowell. Ja. Und da merkst du halt, wenn Lowell halt unter einer guten Führung spielt, wie zum Beispiel Angel, und Angel gehört für mich zu einem der besten Ingame-Leader, die es in CSGO gibt, merkt man halt schon, dass so ein Lowell halt richtig aufgehen kann. Der ja so ein bisschen der Versungenheit verschwunden ist, nachdem er dann bei Mousebots gespielt hat. Dann war er bei irgendeinem anderen internationalen Lineup, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Aber ich glaube, er ist kurz nach Amerika gegangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann ist er wieder nach Spanien zurück. Er war bei G2, war er, stimmt. Bei G2 war er. Genau. Lowell war bei G2. Das habe ich ja gar nicht. Nein, Mixwell war es, sorry. Mixwell. Ach. Der war. Aber Lowell war irgendwo bei Dignitas. Ganz kurz, einen Monat, dann war er bei den Vololos, das war nur so ein spanisches, portugiesisches Mixteam. Bei Tempo Storm war er dann. Stimmt, bei Tempo Storm war das. Und dann Mixwell ja zusammen die Movista Riders. Stimmt, bei Tempo Storm war das, wo die hier dann in Europa Fuß fassen wollten mit einem komischen Line-Up, was auch wieder in Vergessenheit geraten ist. So. Also es ist halt deshalb dieser internationale Aspekt. Aber da merkt man einfach, was ein LOL halt auch für Potenzial halt, weil der halt auch sehr viel für sein Team in dieser Miner-Phase dann auch gemacht hat. Also da Hut ab. Und ich denke, dass es meiner Meinung nach nicht fehlt bei Hellraisers am Skill, weil davon haben sie mehr als genug. Und wovon sie auch profitieren, dass sie halt auch einen sehr guten Coach mit LMBT haben, der halt auch sehr viel zusammen mit Oscar, das haben sie mal im Interview gesagt, als bei der Pro League,
dass sie halt sehr viel von diesem Style von dem alten Mousebots übernommen haben. Ja, und das merkt man halt auch schon so ein bisschen. Sie haben natürlich immer gute Spieler, sie haben Skill, aber sie haben halt einfach nie diese Ergebnisse abliefern können, die letztendlich genau das widerspiegeln würden. Deswegen, es fehlt halt auch, glaube ich, wirklich einfach immer an den ultimativen Starspielern, die du dann brauchst, wo du dann wirklich so, wo wir ja später darauf zukommen, wirklich diese Shooting-Stars und die du einfach brauchst. Da gibt es einfach ein paar auf der Welt, aber wir wollen ja nicht spoilern, deswegen weiter gucken. Ja, das nächste Team, was auf meiner Liste stände, wäre G2. Ja. Was haltet ihr von denen? Die hatten eine sehr schwache Phase, dann in Montpellier ins Finale gekommen, auf den EPL-Finals. Da leider verloren. Wo stehen die genau? Ich muss sagen, für G2, man hat ja schon sehr viele G2-Line-Ups gesehen und so weiter. Zuletzt, was ich gesehen habe, das ist das Problem, man sieht natürlich nicht alle Matches, das ist immer die Schwierigkeit als Caster, sondern immer temporär. Die Spiele, die ich gesehen habe, hat mir G2 sehr gut gefallen. Vor allem wieder das 2, was sie gespielt haben, hat mir persönlich wirklich, war herausragend so. Aber es ist einfach diese Konstanz, und ich denke auch mal, dass, glaube ich, Konstanz auch ein Thema für sich ist, was man in dem internationalen Counter-Strike wirklich ganz oben ansehen soll, um wirklich diesen Unterschied zu machen zwischen den Teams, die extrem Erfolg haben, und die Teams, die halt hinterherhängen. Mhm. Aber ich, vom derzeitigen French Shuffle, was wir haben, Vitality und G2, beide in der Leistung, bin ich sehr zufrieden für französisches Counter-Strike. Ja, ich würde sagen, beide haben davon profitiert, dass die Lineups jetzt so entstanden sind, wie sie sind. G2 hat ein bisschen länger gebraucht als Vitality, also die hatten ein bisschen kälteren Start. Beide orientieren sich im Spielstil besonders auf das 2 sehr gleich, weil es ein sehr rotationslastiges Spiel ist. Ist auch die Map, die die Franzosen, da war ich ein bisschen überrascht, ne? Weil Franzosen konnten früher nie das 2 auf der T-Seite spielen. Heute sieht es komplett anders aus. Was G2 und Vitality, also dieses französische Counter-Strike, ein bisschen revolutioniert hat, ist das Spiel Richtung B auf das 2. Die sind halt sehr B-lastig und spielen das so ein bisschen wie CS Source-mäßig, ne? Einfach nur Granaten draufhageln und Abfahrt, ne? Alles muss blind sein und dann geht's drauf. Ich finde aber, G2 fehlt es halt immer noch ein bisschen an Konstanz. Also sie haben zwar eine sehr gute ESL Pro League gespielt in Montpellier, wo sie auch meiner Meinung nach sehr von der Crowd getragen wurden, weil es halt in Frankreich war. Das hatten wir schon auf der DreamHack Tours damals mit Kenny S, der wiederum auch gerade wieder so ein bisschen eine Hochphase hat. Ne? Also Kenny S, mit dem steht und fällt das Ganze immer so ein bisschen. Aber ich finde halt, die Wechsel taten ihn verdammt gut. Ja. Also ich finde halt G2, wenn sie konstant weiterspielen, dann sollten sie es eigentlich auch unter die Top 8 schaffen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine harte Ansage, definitiv. Wobei ich wirklich sagen muss, Kenny S ist so die Tour de France des Counter-Strikes schon alleine in einem Match. Also der hat ja wirklich da Talfahrten, Bergfahrten, Talfahrten, alles Mögliche. Ist am Ackern, ist am Ausrasten und weiß ich nicht, sowieso immer am Husten, deswegen sage ich Tour de France. Nein, er ist wirklich eine Wundertüte. Er kann komplett ausrasten. Und ich sage auch, weil Kenny S, der an der AWP einen perfekten Tag hat, der ist für mich die weltbeste AWP. Muss ich ganz einfach mal so sagen. Was der für Shots raushaut, aber sie sind halt einfach nicht konstant. Wenn das Unwort des Podcasts 2019, aber es ist halt einfach so, diese Konstanz, das ist wirklich das, was man abrufen muss, weil es bringt einem nichts, wenn du eine Map gut bist, du musst ein ganzes Turnier einfach eine solide Leistung zeigen mit einzelnen Spitzen nach oben. So, deswegen Top 8, auf jeden Fall gewagt, aber machbar. Machbar auf jeden Fall. Also ich denke, in der Top 8. Ich denke, das Lineup wird sich auf jeden Fall beweisen können, wenn es weiterhin halt die Leistung abruft. Zurzeit sind sie ja in den Top 10 unterwegs durch die Turniere, die sie gespielt haben. Sie hatten ja auch so ein bisschen vor der Player Break jetzt noch diese Good Game League, die sie gespielt haben, wo sie halt einfach auch drüber gefahren sind, aber auch nicht gegen die guten Teams. Aber ich denke, das kann man gut als Vorbereitung nochmal fürs Major nehmen. Ich denke, G2 ist da mit allen Fahnen und mit allen Waffen ausgerüstet, da zum Angriff zu blasen auf jeden Fall. Du hast vorhin schon gesagt, die Wechsel haben sowohl Vitality als auch G2 gut getan. Auf Seiten von G2 möchte ich da mal gerne hervorheben, Jax, der mehr oder weniger aus dem Nichts kam, vorher bei 3D Max gespielt, der ist 27 und es wird immer gesagt, wir müssen die jungen Talente. Ja, ja. Aber da haben sie nochmal jemanden gefunden, der 27, also zu dem Zeitpunkt war er glaube ich 26, mittlerweile ist er 27, super alt in dieses Team reingekommen ist und es schafft,
auf ja, Top-10-Niveau in der Welt mitzuhalten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Theorie mit, wir brauchen die jungen Spieler, wir brauchen nicht die alten Spieler, die werden irgendwann einen Anschluss verlieren. Ich denke mal, das können wir in 10 Jahren sagen oder vielleicht in 5 Jahren, wenn der E-Sport wirklich so groß ist, dass wir so viel Nachwuchs nachgeschwemmt bekommen, dass man da halt wirklich durchgehend Talente hat. Ja. Dann werden die alten Leute natürlich nicht mehr so gut sein. Aber heutzutage, wo der Nachwuchs einfach noch nicht so groß ist, sind auch diese Spieler absolut gestanden, absolut skilllastig auf einem hohen Niveau. Wenn natürlich später ausgebildet wird ohne Ende in Internaten und weiß ich nicht was oder international auf höchstem Niveau, dann werden die dann auch natürlich im Schnitt in der Statistik gesehen wahrscheinlich schwächer sein, aber heutzutage denke ich, ist das immer noch ein bisschen der Irrglaube, dass man zu alt sein kann für Counter-Strike. Also klar. Ich finde aber auch, dass Jax und Lucky sich da sehr hart reingebissen haben. Ich glaube, das war so ein bisschen die Hoffnung von G2, dass das Lineup am Ende auch aufgeht, weil sie hatten gerade nicht in der Zeit große Alternativen, was sie picken können. Sie hatten keine Möglichkeit von LDLC zu picken, sie hatten keine Möglichkeit von 3D Max zu picken zu der Zeit, weil die Spieler alle vergeben waren oder beziehungsweise sie haben ja schon von 3D Max gepickt. Mehr ging dann halt nicht, du kannst nicht das komplette Lineup auf einmal aufkaufen, das klappt nicht. Und vom Prinzip her klappen die Spieler halt sehr gut. Man hat dieses sehr erfahrene Lineup, holt die Spieler rein und Jax und Lucky sind halt auch Spieler, die kannst du halt wie so einen Dampfer mal vorschicken. Lucky ist halt manchmal so der Spieler, um es jetzt nochmal auf den anderen von 3D Max zu beziehen, der dazu kommt. Lucky ist im Spielsystem von G2, besonders auf der T-Seite, immer der Mann, der nach vorne rennen muss. Mhm. Er ist sozusagen das Opfer, was Informationen holt, den ersten Frag setzen sollte und danach kommt Shox um die Ecke, kommt Amanek um die Ecke und räumt den Rest ab. Jeder hat da schon seine Rolle und ich finde halt, dass besonders auch Jax und Lucky ihre Rollen bei G2 sehr gut erfüllt. Das merkt man halt auch allgemein im Spiel, da wieder auf das 2 bezogen, dass das Refrag-Verhalten halt sehr gut ist. Und das macht halt G2 auch so gefährlich. Man muss aber auch dazu sagen, man muss sich in die Lage dieser Spieler versetzen, die ja bei 3D Max waren. Ist natürlich ein Team, was auch schon im Rampenlicht irgendwo steht. Aber ein G2 ist halt, wenn du Frankreich, Vitality G2, Punkt aus. Du hast sofort diesen Shooting-Star-Effekt. Und entweder du kommst mit dem Pressure nicht klar, was wir jetzt zuletzt in Deutschland leider auch bei Dennis gesehen haben, der es halt auch wirklich nicht leicht hatte. Oder du kommst mit dem Pressure richtig gut klar, bist ultra motiviert, weil du einfach die Chance hast, in einem der besten Teams deines Landes zu spielen und rockst den Kram einfach so. Und ich glaube, da ist genau der Punkt. Das ist immer das Gute, wenn du Spieler pickst, die so ein bisschen im Schatten stehen, aber den Willen und das Potenzial haben, mitzumachen. Die werden ja nicht einfach nur mal gucken, ja komm, wir werfen mal einen Dartpfeil und nehmen den, sondern die reden ja auch vorher mit den Personen. Und ich denke mal, wenn du da wirklich so die Passion, das Feuer siehst, dann kann genau sowas gut funktionieren. Und dann hat einfach Frankreich darin gewonnen, weil man dadurch einfach neue Spieler hat, die auf höchstem Niveau spielen. Bester Pick war zum Beispiel auch, um wieder auf das Boot von Vitality aufzuschließen, ist Alex gewesen. Alex war das Beste, was Vitality passieren konnte. Weil genau mit dem Pick haben sie einen Ingame-Leader gefunden, der wachsen konnte, der noch nicht so viel Erfahrung hatte. Hat man da auch in den Interviews gemerkt, dass manche halt noch nicht so auf ihn gehört haben. Das hat er auch im Interview klar kritisiert. Denke, das ist auch absolut in Ordnung, da über solche Probleme zu reden, aber man hat gemerkt, wie Alex in diese Rolle als Ingame-Leader reingewachsen ist und auch individuell gut mitspielt oben. Also das ist ja heutzutage auch einer der Fähigkeiten, die ein Ingame-Leader braucht. Er muss individuell mithalten können und muss taktisch halt gut callen. Und da hat sich Alex auf jeden Fall mit an die Weltspitze entwickelt. Und ich glaube, das hat am Anfang keiner auf dem Schirm gehabt, dass Alex diesen steilen Karrieregang innerhalb von einem halben Jahr macht. Es wussten nur alle, dass Happy nix ist. Ja, einer geht wieder lurken. Wer dann dafür kommen lurken sollte, war nicht ganz klar. Avangar. Jame. Wenn man an Avangar denkt man an Jame, super krasser Ingame-Leader, für mich der gute Snape, ne, wie ich es immer sage. Ja. Also das ist so ein bisschen, jetzt fehlt mir das Slytherin, glaube ich, heißt es. Nein, Avangar, am Anfang von mir noch sehr gut belächelt, weil ich davon noch gar nichts gehört habe. Also jetzt, das ist schon mehrere Monate her, jetzt lasst euch nicht davon trügen, was ich gerade sage. Aber da dachte ich mir wirklich so, ey, okay, wer ist das Line-Up? Hab diesen Typen halt irgendwie im Kopf gehabt, so weil man ihn halt wiedererkennen konnte. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir, krass, ey, was dieses Team halt abreißt. So, man muss ganz klar sagen, er als Ingame-Leader hat da schon eine sehr, sehr große Funktion, kann sehr gut auf die Teams sich einstellen, adaptieren etc. Und wenn du dann natürlich ein paar Leute hast, die genau wieder diesen Effekt haben, ey, wir wollen da oben hin, wir wollen das mit eigener Kraft schaffen, die kann sich natürlich kaputt so. Avangar ist für mich so ein bisschen abgeflaut.
Sie waren beim letzten Major überraschend gut, haben wirklich sehr gute Leistungen gezeigt, haben auch konstant gespielt, Top 15 Niveau. Mhm. Leider ist Avangard in den letzten halben Jahr ein wenig, ja, so ein bisschen der Versunkenheit verschwunden. Sie spielen halt immer noch so ein paar kleine Turniere. Man merkt, es reicht gegen Teams wie Forts, es reicht gegen Teams wie Dream Eaters, es reicht gegen Teams wie Tailu, was man so in den letzten paar Wochen gespielt hat. Aber da merkt man halt auf der anderen Seite, wenn es dann halt um die Wurst geht und man muss einen Mausbots besiegen, dass es dann halt nicht mehr reicht. Ne? Und das ist halt der Anspruch von Avangard, dass es genau darum geht, genau wieder an diese Position anzuschließen, halt auch einen Mausbots und einen Crazy zu besiegen, damit man halt auch wieder auf diesem Top-15-Niveau spielen kann. Da merkt man halt auch, wie sich Counter-Strike weiterentwickelt hat. Und da hat Avangard so ein bisschen den Anschluss verloren. Da merkt man auch, wie du schon gesagt hast, wie wichtig es auch ist, in der regulären Spielzeit halt wirklich überall teilzunehmen. Ne? Wenn du dich dafür nicht qualifizierst, hast du die Gegner nicht, hast du die Erfahrung nicht, hast du die Spielpraxis nicht und dann stehst du da. Und ich habe jetzt zuletzt auch im nationalen Bereich mal gesprochen, halt einmal mit Alternate und einmal mit Playing Ducks, so wie sieht's aus mit Gegnersuche. Und da sagten Playing Ducks, ey, teilweise spielen wir gegen irgendwelche Mixed Teams, weil wir keine Gegner finden. Dann wiederum aber, wenn die Uhrzeit natürlich passt, auch mal gerne gegen einen Force oder sonstiges. Aber da siehst du mal, wie schwer es ist, wirklich auch sich den Respekt zu erspielen in diesen oberen Regionen, da auch PCW-Gegner zu bekommen. Mhm. Und man darf es den Top-Teams ja natürlich auch nicht böse nehmen. Ich würde auch lieber gegen Navi pracken, als gegen ein Team, was in der Top 80 hängt oder so weiter. Ja. Man möchte natürlich auf dem höchsten Niveau spielen, aber da merkt man wiederum, Avangard ist genau so ein Verlierer von so einer Situation. Mhm. Ich denke mal, dass sie auch da nicht gerade es am einfachsten haben, Gegner zu finden. Sie kriegen ja ihre Invites. Sie werden ja auf DreamHack Opens eingeladen. DreamHack Open Tours haben sie gespielt. Das war ja auch alles gut, ne? Aber es fehlt halt dieser Punkt, halt wirklich oben unter den Top 15 mitzuspielen. Und da sehe ich Avangard gerade so ein bisschen scheitern, dass sie halt an der Klippe, an dem letzten Klimmzug hängen, ne? Aber es dann doch nicht auf die Spitze schaffen. Ja. Deswegen aber, weil man so wenig von ihnen gesehen hat, könnte es gut sein, dass es halt auch eine Überraschung wird, dass sie sich halt aufs Major mit Haut und Haar 24/7 vorbereitet haben. Und deswegen, man muss arbeiten, man muss es mehr wollen als jeder andere, um Erfolg zu haben. Und da sehe ich halt viele Charaktere, die sich halt wirklich ihr Leben darin investieren. So. Deshalb ist bei mir Avangard auch so eine Wundertüte, genau wie Force. Das sind so die beiden Teams, entweder die starten komplett durch bei dem Major und qualifizieren sich für die nächste Stage mit einem Ach- und Krach-Ergebnis, wo man sagen muss, boah, hätte ich nicht gedacht, ne? Oder ja, es wird nix. Ja, sie haben ja nochmal Adren dazu bekommen, nochmal einen sehr erfahrenen Spieler und wer schon immer ein bisschen ausrastet, auch wenn es auf den Lower-Level-Matches meistens passiert, ist Grykard, finde ich. Ja. Also der drückt schon richtig hart um. Mal gucken, für mich auf jeden Fall ein Team, was überraschen kann. Definitiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. Hat mich auch schon öfters überrascht und werden es bestimmt auch wieder können. Dann haben wir Complexity. Welche Chancen rechnet ihr denen aus? Komm, da kannst du drüber reden, Tobi. Complexity? Keine guten Chancen. Complexity ist ein Lineup, wo ich sagen würde, okay, es nimmt halt noch so ein bisschen den IAM Katowice-Slot mit und schleift sich so durch. Klar, es war sehr beeindruckend, was Complexity abgerissen hat. Mit wirklich einem sehr guten Lineup. Ich habe sehr viel von diesem Lineup gehalten. Aber sie konnten nach dem Major nicht mehr wirklich an diese Leistung anschließen. Ich habe so gedacht, so immer, sie wurden dann immer eingeladen zu DreamHack Open Events oder zu anderen Events, wo man sagen muss, oh, Complexity geht für mich als Favorit rein. Die machen das, ja. Die Erwartungen haben sie dann nie erfüllt, ne? Und auch gegen kleinere Lineups. Also es war schon eine sehr gute Phase. Ich finde auch, das war allgemein, es hat ja auch ein bisschen was in dem Lineup getan. Ein paar Leute sind raus, es ist nur noch Sick übrig und Shazam. Und noch, wer ist noch über? Ricky ist dabei, Dev und der ganz, ganz, ganz junge Obo. Genau. Stimmt, da hat man dann einfach den Slot behalten können, weil man drei Leute noch übrig hatte und da hat man noch Ricky dazugeholt und den neuen Jungen. Ich bin gespannt, also Complexity sehe ich jetzt gerade nicht gegen die Teams wie Crazy, was ja eigentlich so das Team ist, was sie dann besiegen wollen. Ich finde halt nicht, dass sie gegen Vitality, Maus oder Energy eine Chance haben. Sie müssen sich halt gegen die kleineren Teams durchsetzen und da sehe ich sie halt im Nachteil. Also ja, schwierig für Complexity, zu wenig einfach. Für mich Complexity auch eher ein Traditionsverein, so wenn man dann halt ein Liquid hat, man hat ein Cloud9, man hat ein Energy,
dann brauchst du Complexity irgendwie nicht mehr. So, das ist blöd gesagt, aber ist so. Irgendwie, man muss ja auch immer gucken, wie welche Spieler hat man überhaupt in dem Land zur Verfügung etc. Oder muss man ein ganz anderes System angehen mit einem extrem internationalen Lineup? Für mich da auch, also sehr schwierig, da was zu sagen. Für mich, sie müssen sich erstmal wieder beweisen, dass sie überhaupt da wirklich hingehören. Ja, so ein Team, was unterm Radar läuft. Ja. Vielleicht wird's was. Der Name halt, Shazam, würde ich so ein bisschen als Player to Watch und Zick würde ich aufzählen. Aber ansonsten ist das Team halt auch eher so eine Underdog-Rolle. Apropos Dog und Underdog, Greyhound Gaming. Greyhound, ja, die Greyhounds. Ich sag immer so, Asia Miner ist immer für Greyhound und damals auch für die Renegades so das Freilos gewesen, aufs Major zu fahren, muss man einfach sagen. Die traurige Wahrheit ist dabei, dass halt diese Slot-Verteilung halt ein bisschen kritisch betrachtet werden muss, weil ich würde halt sagen, so ein Slot hätte nicht Simon verdient, sondern eher Sprout, ne? Theoretisch. Um einfach die besten Teams der Welt da zu haben. Greyhound kriegt halt hier das Freilos, weil halt die Renegades nicht mehr mitspielen. Das gleiche gilt auch für Tailu. Also das sind eigentlich so die Teams, die sich darüber immer fürs Major qualifizieren können. Aber was? MVP ist da noch so ein bisschen in der Konversation, würde ich sagen. Aber ansonsten war es das dann auch wirklich. Ne? Mhm. Das ist nicht mehr aber Dick Stacy Sticker. Genau. Ja, klar, die müssen Sticker, sein. Was will man mehr? Ist, genau. Auch wenn sie nie gut abschneiden, sorgen sie für Entertainment ja. Ohne Ende. Aber man muss ihnen gut halten, dass sie ja gewechselt haben. Sie haben ja diesen den neuen Australier Syco reingeholt. Mhm. S-I-C-O, genau. Wie die, so ein bisschen wie Sinalco, ja. Ne? Mhm. der ist sehr gut. Also da muss man sagen, der hat wirklich sehr gute Leistung gezeigt, wo auch Aircast ein bisschen davon profitiert hat. Der einzige Australier, den sie ja nicht im Team haben. Ja. Ich denke, an den beiden wird es auch liegen. Wenn die Leistung abrufen können, könnte man Greyhound auch noch so ein bisschen unterm Radar schweben sehen. Aber ich denke, Ziel ist es hier einfach so gut, sich zu präsentieren, wie es geht. Erfahrung mitnehmen, entwickeln. Ja. Ich glaube, das ist für viele Teams, die in diesem unteren Bereich sind, ist das Wichtigste, sich entwickeln und Erfahrung mitnehmen. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich, das kann dein Leben ändern. So, wenn du im Major gut abschneidest, kann es dein Leben ändern. Muss man ganz klar sagen. Und wenn man das mal sich so betrachtet, weiß man auch, mit wie viel Druck und wie viel Willen man quasi in so ein Turnier geht, weil es letztendlich dein ganzes Leben verändern kann. So, und deswegen Entwicklung mitnehmen und schauen, was kann man daraus machen und sich präsentieren. Also ein besseres Showcase gibt es gar nicht international als das Major, um da mal abzuräumen. Und wenn du dagegen ein gutes Team, selbst wenn du verlierst, eine Ultraleistung gezeigt hast, dann kommen die ersten Scouts. Geht auch beim Lens direkt schon wieder irgendwo so ein kleines Härchen hoch. Vielleicht kann man den ja, wer weiß, der kann zwar gar nichts an Sprache, aber den nehmen wir einfach mit. Ne? Andere Sache, die man sehen muss, Greyhound steht ja immer so ein bisschen Schatten von den Renegades. Ja. Da muss man halt schauen, wenn Präsentation, hast du ja erwähnt, ne? Wenn es bei Renegades halt nichts mehr werden sollte, wurde sie auch gerade so ein bisschen in ihren Erwartungen hinterhängt, da kann man bei Greyhound ja zuschlagen. Und vielleicht der ein oder andere, der sich gut beweisen kann, ist natürlich dann vielleicht auch so ein Turnier wie so ein Bewerbungsgespräch, haben wo man dann vielleicht auch für... Gemacht. Ist noch gar nicht so lange her, oder? Ja, haben ja ein paar Leute gepickt, ne, zufälligerweise. Das Renegades Farm Team. Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen Geschwindigkeit anziehen, sonst kommen wir Teams durch. Crazy, die haben sich sehr gut präsentiert bei Miner. Ja, crazy, ne? Ja. Dass sie sich gut präsentiert haben. Nein. Wahnsinn. Ja, man muss es einfach ganz klar sagen, da hat sich auch wieder ein Team zusammengefunden, was einfach funktioniert. Man hat ein paar krasse Shooting-Stars und es ist ja auch immer so, einzelne Spieler gehen in gewissen Teams unter, aber wenn sie ein eigenes Team bilden, funktionieren sie wunderbar und können extrem rauskommen und das ist für mich so eines der besten Beispiele dafür. Ja, das ist so ein bisschen das Low-Budget Ultra-Face, so ein bisschen. Du hast halt absolute krasse individuelle Stärke, die können alles umschießen. Du hast 5 klasse individuelle Spieler, Nexa, Otto, Hunter. Hunter muss man immer vorheben, zusammen mit Nexa, das sind die beiden Premium-Spieler, die sie haben. Crazy kann alles schaffen. Haben sie auch oft genug bewiesen, dass sie halt wirklich oben spielen können. Denen fehlt es halt nur noch an Konstanz. Die müssen Konstanz kriegen gegen die großen Teams und das ist das perfekte Turnier, wo sie sich beweisen können. Wenn Crazy das schafft, dann hallo Top 10. Mhm. Furia haben wir schon drüber gesprochen. Syman. Brauchen wir da viel dazu zu sagen? Okay. Überspringen wir. Tailu. Ich frage mich endlich, wann Bandhead mal gepickt wird, aber ich glaube, der wird niemals aus diesem Lineup rausgehen und ich möchte auch nicht wissen, was für exorbitante Summen die wahrscheinlich für den zahlen.
das wäre für mich einer der wenigen Spieler aus diesem Bereich, wo man sagen könnte, den kannst du in jedes internationale Line-Up reinstellen. Für mich auch ein unglaublich krasser Ingame-Leader. Alleine von seinem Multipli, also hier von seinem, ach, wie heißt es jetzt hier nochmal, weißt du schon? Der kann gefühlt fünf Sprachen oder so. Genau, das ist einfach so ein Spieler, der hat halt eine gewisse Grundintelligenz, das weißt du schon ganz genau. Alleine nur, dass er so gute Sprachen kann, der ist immer wert. Aber ja, sonst Tai Lu auch immer wieder das Überraschungspaket. Wird mal Zeit, dass sie wirklich nach Europa ziehen und da mal ein halbes Jahr grinden. Das wäre es, weil sonst verlieren sie halt immer wieder den Anschluss. Ja. Merkt man halt, sie holen jetzt wieder so ein bisschen auf mit ihrem Map-Pool auch, aber es ist diese Welle, ja, dass sie halt immer die Chance bekommen, sich halt auch mal international zu präsentieren, aber sie können einfach nicht den Anschluss halten. Ja. Wie früher die StarCraft-Spieler nach Korea gegangen sind, so sollen die einfach mal wirklich ein halbes Jahr nach Europa. Oder von mir aus auch in die USA mittlerweile, gibt es ja auch sehr gute Teams, aber Hauptsache mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Genau. Würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen, wenn wir ein paar mehr asiatische Teams hätten, die da mithalten könnten. Mhm. Dann haben wir North, wo der gute Welde jetzt mittlerweile Ingame-Leader ist. Super Entwicklung, meiner Meinung nach. North hat genau das geschafft, was sie brauchen, nämlich endlich mal den Skill, den sie in diesem Team haben, zusammenzufassen und mal auf den Server zu bringen. Balde den Pick zu setzen als Ingame-Leader war sehr gut, weil er halt auch eher so in die Rolle von einem Clave reinrutscht. Gutes Spielverständnis zu haben, das hatte er schon immer gehabt. Er war schon immer ein Spieler, der gut Situationen mit Decision-Making einschätzen konnte, was man als Ingame-Leader auch natürlich benötigt. Und da gerade das Team auch eine ganz gute Richtung zu lenken. Was bei North immer noch fehlt, ist Konstanz. Und du merkst halt, manchmal spielen sie halt den größten Garbage zusammen auf dem Server und dann regen die sich auf Twitter komplett auf und sind komplett frustriert und komplett am Eskalieren. Ja, das kannst du dir teilweise nicht angucken. Und das sind die besten Beispiele. Kannst du dir nicht angucken, wirklich. Da kriegst du innere Blutung und da geht es einfach anders als Caster, weil du denkst, hey, gestern wart ihr noch wirklich top und heute, was ist das bitte? Aber genau das ist der Punkt. Da würde ich aber mal vorweggreifen, wenn ich es darf. Darfst ist du. Einfach Konstanz, sprechen wir die ganze Zeit von. Es geht aber auch einfach darum, dass man einfach mal ein Lineup zusammenhält. So, das beste Beispiel ist Enz. Enz ist jetzt so lange zusammen, über so viele Turniere, bleiben immer in diesem selben Lineup. Ich glaube 2018, seitdem gibt es schon das Team komplett. So, wenn ich habe zumindest seit Event Mitte, durchgeguckt, es stand immer Core 5 von 5. Und daran sieht man es. Ey, die arbeiten zusammen, die spielen zusammen, die fallen zusammen, die stehen zusammen auf, die kriegen einfach, die arbeiten. Und das ist genau der Punkt. Die arbeiten miteinander für gutes Counter-Strike. Mhm. Und da sollten sich ein paar Teams von einer Scheibe abschneiden und dann sollte es auch funktionieren. Ich denke mal, das ist auch der Effekt, den wir bei North gerade sehen. Ja, wer bei North von meiner Seite aus sehr viel Impact hat und was sehr gut North getan hat, war Müffe als Coach. Mhm. Das ist ein Motivator für das komplette Team. Man hat es schon bei Alternate Attacks gesehen, dass er immer so der Motivator im Hintergrund war und immer gepusht hat und für mich halt ein sehr guter Coach und hier bei North nochmal eine komplett andere Rolle einnimmt. Erstens das Spielwissen mitbringt, zweitens der Motivator. Für mich gehört Müffer zu einer der besten Coaches, die wir auf dem Markt haben und da hat North wirklich einen guten Glücksgriff gemacht, kann Walde gut führen. North muss nur es hinbekommen, wirklich jede Map den Fokus zu bewahren. Und wir müssen es halt sagen, konstant spielt. Manchmal sind Traumspiele dabei, wie auf das 2, wo du dir denkst, das ist das Beste, was ich seit langem auf das 2 oder auf Train gesehen habe, auf der CT-Seite. Das sind Bombenspiele, da passt alles zusammen. Und dann kommt sowas wie Mirage, wo alles einfach nur aussieht, als wäre es auf den Server geschmissen worden. Man hätte einmal alles in einen Topf geworfen und dann wäre der Topf umgekippt und keiner hat Bock aufzuräumen. Gut, dann kommen wir zu Inz. Ja, da ist auch der Coach mit der MVP, muss man sagen, genau wie bei Furia, die haben sich ja gegenseitig in Rage geschrien. Ich glaube, das Match war auch eher so das Match der Coaches anstatt das Match der Spieler. Ist ein brasilianisches Team mit sehr viel Potenzial, aber auch da, also da drehen wir uns quasi im Kreis. Es muss einfach denen auch noch ein bisschen mehr Zeit gegeben werden. Das Schöne ist immer, wenn du mit einem Team neu beginnst und dann Erfolge feierst. Du feierst die ersten Erfolge und merkst, ey, okay, wir sind scheinbar nicht ganz scheiße, sondern wir können so wirklich uns weiterentwickeln. Und dann sollte das eigentlich als große Motivation dienen. Man hat sich jetzt wieder fürs Major qualifiziert, also sehe ich da auch gute Chancen, dass die wirklich um ihr Leben spielen. Weil man da auch wiederum sagen muss, Brasilien, Lohnniveau etc., das muss man einfach mal thematisieren. Da ist E-Sport eine Chance, ein ganz neues Leben zu starten und das sehen wir auch im ukrainischen und in diesem ganzen Bereich, wo die Leute wirklich dann auf einmal das Zehnfache ihres Bruttosozialproduktes oder sonstiges verdienen, dementsprechend ist da immer sehr, sehr viel Elan hinter. Du bist auch Superstar in Brasilien. Ja.
Also Cold Zera, Fallen sind alles Superstars, die werden ja, an. Der faschistische Präsident dich durchaus mal an. Ja, ja. Sind ja auch die sind ja auch alle mit Neymar befreundet und sowas. Das ist ja, ja einfach die Brasilianer, die Erfolg haben, die sind auch untereinander. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, also man muss es ja, es ist eine andere Situation, als wir es in Deutschland hatten, wo du im Kinderzimmer einen PC stehen hattest und mal gezockt hast. Sondern die sagen, ey, du kannst damit dick Geld verdienen. Ja klar, mache ich mit. Mhm. So, und da siehst du ja, es kommen so viele brasilianische Teams und man merkt richtig, die freuen sich noch über Siege und wie die sich freuen und wie die ausrasten. Da jede Runde schreien die rum, als wenn die gerade wirklich ihre Mutter vor irgendeinem Mörder gerettet hatten. So, und das ist einfach, Entschuldigung, aber es ist genau so, sieht es aus. Ja, einfach komplette Freude. So, und das liebe ich am brasilianischen Cosplay. Ich liebe das auch. Besonders, ich bin, ich habe kein Problem halt, wenn andere Teams halt rüberschreien und sagen, jawohl, so macht man das. Ja, so nach dem Motto, halt ein bisschen überheizen, ein bisschen aufheizen. Ich habe damit kein Problem, das gehört für mich dazu, das ist im Fußball nicht anders, das ist in anderen Sportarten nicht anders. Aber nochmal auf das Thema Inst, wo ich ein bisschen reinkrätschen wollte, ist, dass Inst wohl nach dem Major in der Konstellation höchstwahrscheinlich nicht mehr weiterspielt. Weil KNG zu MIBA geht. Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich fest sein, das ist safe, dass KNG belohnt wird. Nachdem er halt seinen Lifestyle so ein bisschen abgeschüttelt hat. Ich bin gespannt. Ja. Ich das letzte Wort möglicherweise noch nicht gesprochen. Sich wirklich, muss man einfach auch mal KNG nach vorne heben. KNG hat gezeigt, okay, man kann aus dem Nichts sich nach vorne beißen und nach vorne kämpfen. Und er ist in Deutschland nicht gerade sehr beliebt, aber mein Respekt für mich hat KNG, das, was er geschafft hat, den vollsten Respekt verdient. Wenn er jetzt von MIBA gepickt werden sollte, was mit Sicherheit wahrscheinlich passieren würde, weil er auch gut in das Spielkonzept meiner Meinung nach reinpasst, hat er meinen vollsten Respekt verdient. Das hat er sich mit allem, was er in den letzten 2 Jahren gemacht hat, hat er sich verdient. Muss ich einfach mal sagen. Also spielerisch, ja. Menschlich, wie gesagt, steht es noch aus, finde ich, so ein bisschen. Ja, aber muss man einfach gucken. Ja, man merkt halt, Spieler können sich auch ändern. Man hat es bei Simple gesehen, man sieht es bei einem KNG, der sich halt auch weiterentwickelt hat. Menschen bleiben nicht immer so, Menschen entwickeln sich weiter, Menschen lernen aus ihren Fehlern. Das ist ja auch wieder die Grache, wo wir drüber sprechen müssen, ne? Brasilien, aus welchem Rahmen kam er? Ich weiß die Vergangenheit nicht und da hast du vielleicht einen anderen Ton drauf, so, aber genau, man sollte, wenn man dann Fuß fassen möchte im professionellen Counter-Strike, sollte man sich am Riemen reißen. Ja. Und wie Kauzi schon sagt, da gucken wir mal, wo das enden wird. Aber ich denke, dass KNG mit seinem Team nochmal richtig Gas geben wird und versuchen wirklich die nächste Stage zu schaffen, besonders weil KNG jetzt halt super motiviert ist und der halt auch der Spieler ist, den sie benötigen, um eine Stage weiterzukommen, weil er halt einfach individuell einfach ein absolut krasses Biest ist. Die Frage ist, wie demotiviert sind die anderen jetzt durch die Nachricht? Aber gut, wir sind ja gleich auch noch bei MIBA, da können wir noch drüber sprechen. Man muss ja auch so sehen, dass sie halt immer noch der Kern sind und wenn sie einen Spieler zuholen, dürfen sie trotzdem ihren Kernslot behalten. Von daher die Motivation ist riesig. Okay, da hast du recht, da hast du recht, absolut, ja. Sehr gutes Argument. Und dann in schnellen 20 bis 30 Sekunden Dream Eaters. Ja. Ne? die können Träume aufessen. Ja. Ich denke, die Dream Eaters leben von viel Momentum, viel Hype. Sie haben Spiele, die gut laufen. Der Map-Pool ist noch zu klein. Sie haben genau das gleiche Problem wie bei Simon Gaming. Sie können 2-3 Maps spielen. Reicht aber hier bei dem Major nicht, da muss mehr kommen. Ich glaube, am meisten hat bei Dream Eaters einfach der Coach auf sich aufmerksam gemacht. Man belächelt es jetzt. Sie sollen einfach zeigen, was sie können. Genau. So bewerten wir das. Ich denke, vorher kann man da wirklich sehr wenig rein interpretieren, weil es ist ja auch die Gewinner dieses Systems sind. Ja, sie sind auf jeden Fall das Überraschungsteam. Keiner hat sie auf dem Schirm gehabt, weil sie haben so Teams wie Team Spirit einfach auf die Seite gekickt, weil Team Spirit war eigentlich das Team, was für mich gesetzt war bei diesem Miner. Und damit hat keiner gerechnet, dass es das Team nicht schafft. Ja. Weil eigentlich habe ich Forts und Team Spirit eigentlich schon weiterziehen sehen, das weil sie so individuell die stärksten sind eigentlich. Das ist so dieser QB Fire und Vega Squadron Effekt zwei Majors, so, wo du denkst, wow, wer ist das? So, und erstmal zeigen, dann noch zeigen, dass man es öfters kann und dann dann sind sie Thema. Ja. Aber ein schönes Logo haben sie. Da muss ich dir recht geben. Also gefällt mir zumindest. Ja. Die Sticker-Verkäufe, ne? In der Tat. Ist da nicht auch Forrester? Ist der nicht bei denen?
Ich meine, ja, bei den Dreamhaters. Ja, genau. Ich dachte schon, das wäre ein Troll von Forrest gewesen, also der Forrest da hingeschrieben hat, und habe ich vergessen, ach ja, da gibt es ja einen, der ist Forrest. Den gibt es wirklich. Ja, damit sind wir durch bei der Challenger Stage. Mhm. Und gehen mal weiter mit den Legenden, die vom letzten Major noch gesetzt sind. Yes, cool. Und als allererstes geht es hier um den Titelverteidiger, die Dänen von Astralis. Mhm. Was ist da eigentlich los? Ja, Astralis, was soll man dazu sagen? Also ich glaube, Astralis, sie waren einfach an einem Punkt in Counter-Strike, wo du nur noch verlieren kannst. Das habe ich auch, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt oder sowas. Astralis ist sowas von konstant, so stark. Die sind einfach verdient die Nummer 1 gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber als Nummer 1 kannst du nur verlieren. Natürlich, du hast immer weiter so dein konstantes Level, bis es irgendwann anfängt, dass natürlich all eyes on you sind. Dass jeder sich auf dein Spiel einstellt, dass jeder natürlich auch aufholt. Dass du vor allen Dingen deine Motivation behalten musst. Auch, also finanziell, die werden sich wahrscheinlich nie wieder sorgen müssen. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Das heißt, finanziell natürlich ist so eine 1/4 Million immer geil und ist auch natürlich eine schöne Sache. Die haben alle ausgesorgt. Aber das ist nicht mehr die Motivation. Mhm. Dann hast du den Integrant Slam gewonnen. Du hast alle Turniere gewonnen, die Rang und Namen haben. Dann hast du auch mal irgendwo den Hänger, wo du denkst, okay, was soll ich jetzt gewinnen? Mhm. Wie soll ich mich jetzt noch motivieren? Und noch eine Blast kann man machen. Ja. NIP war damals als erstes Team in Counter-Strike Global Offensive, hatten genau das gleiche Problem, die haben alles gewonnen und dann ging es langsam ab und haben alles verloren und verloren. Alle sagen, was ist denn mit MIP los, das gibt es doch gar nicht. Ja, kein Wunder, die waren der Shit im Counter-Strike. Und so ist es auch bei Astralis gewesen. Und jetzt kommen halt einfach die Teams, entwickeln sich immer mehr und ich glaube, sie haben zwar schon eine Teampsychologen und sind da sehr hinterher und so weiter, aber man muss trotzdem irgendwo dieses Feuer nochmal anzünden. Und das ist für Außenstehende vielleicht so, ja, natürlich, die sind Profis, die müssen noch Feuer haben. Nein, das ist einfach dieser von innen richtig dieses Verlangen, diesen Brand zu haben. Ich glaube, das ist vielleicht momentan ein bisschen abgeflacht und bei Liquid umso heißer. Wenn man sich die Spiele von Astralis anschaut, dann merkt man eigentlich, dass Astralis nicht schlechter geworden ist, sondern einfach die anderen Teams aufgeschlossen haben. Die Spiele, die Astralis hatte und wo sie dann auch frühzeitig rausgeflogen sind, zum Beispiel im Viertel- oder Halbfinale, war jetzt zum Beispiel gegen Team Liquid. Es war sozusagen das vorgezogene Finale und es war auch ein spannendes BO3. Keine Frage. Am Ende hat meiner Meinung nach Team Liquid auch viel über das Map-Veto gewonnen, weil sie halt einfach schlau gepickt haben. Es war zum Beispiel, wo sie aufeinander getroffen sind bei der ASL Pro League, wo es halt das Halbfinale, glaube ich, war. Muss mich jetzt korrigieren, Halbfinale oder Viertelfinale. Und am Ende hat man das Ding meiner Meinung nach über das Map-Veto verloren. Wäre das ein BO5 gewesen, wäre das auch über die volle Distanz gegangen, wäre auch ein Flipcoin gewesen. Hier aber Liquid meiner Meinung nach über das Map-Veto am Ende über Vertigo gewonnen, weil sie einfach Vertigo gespielt haben und Vertigo hat sich Astralis einfach verzettelt. Und sowas bleibt natürlich auch im Gedächtnis der Leute dann hängen. Die sagen dann, okay, Astralis verliert im Viertel oder im Halbfinale, was ist los? Die stehen doch eigentlich immer im Finale. Dadurch ist für mich Astralis halt jetzt nicht schlechter, sondern sie haben einfach nur zurzeit eine ebene Phase. Das heißt, sie machen keinen Fortschritt, sondern sind einfach nur auf einem Punktgrad, wo sie halt jetzt wieder aus dem Schatten springen müssen und zu den anderen Teams wie Team Liquid aufschließen sollten. Da sage ich aber wiederum, warum schafft es ein G2 mit Crowd richtig zu eskalieren? Das Feuer ist entfacht. Warum schafft es ein Team, was sich gerade frisch qualifiziert hat, gegen gute Teams in 16-14 rauszuholen, weil das Feuer entfacht ist? Und ich glaube, da ist einfach wirklich, es muss unglaublich schwer sein, als das Beste, was es gibt, noch weiter zu machen. So, das stimmt, das ist, ich denke mal, wenn sie da vielleicht, also es ist nur eine reine Spekulation, aber ich kenne es aus meiner eigenen Spielzeit noch, wenn sie da nochmal so dieses Feuer angehabt hätten gegen Liquid, dann, aber wofür? Ist hart gesagt, so wofür? Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn sie im Halbfinale verlieren. Und du hast auch gerade nochmal NIP angesprochen, die eine ähnlich dominante Phase hatten. Und ja, beiden Teams haben ja auch ein bisschen was gemeinsam, nämlich, dass es im Hintergrund ein bisschen Stress gab. Wir haben das gerade rausbekommen über das Fifflaren-Interview bei NIP damals. Ja, 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 und diese ganze Blast-Nummer wird an Astralis nicht komplett vorbeigegangen sein. Tja, da würde ich auch sagen, Astralis hat halt auch einen großen Fehler gemacht, dass sie halt ihre Prioritäten meiner Meinung nach falsch gesetzt haben, dass sie halt... Ich denke, diese Prioritäten wurden ihnen vorgegeben. Die haben die mit Sicherheit nicht selber gesetzt. Ich glaube, deshalb ist es gut, dass Astralis sich von Refresh so ein bisschen jetzt abgekoppelt hat. Dass, naja, die gleichen Leute aus dem Management sind jetzt bei Astralis im Management. Ja, aber ich denke, trotzdem denke ich, dass das auf jeden Fall Astralis gut tut, dass man so ein bisschen von Refresh dann abgekoppelt ist und nicht mehr so dran gebunden ist,
klar, wird wahrscheinlich auch mit der Blast irgendwie vertraglich geregelt sein, dass jeder ein bestimmtes Kontingent an Turnieren abliefern muss. Ich denke, das wird sich Astralis jetzt zweimal überlegen, ob man das dann so macht und sich eher darauf fokussiert. Ich denke, das war einer der großen Fehler, dass man halt auf da so ein bisschen managementtechnisch sich vielleicht auch falsch entschieden hat. Da muss man aber einfach gucken, dass einfach der E-Sport sich noch ein bisschen mehr professionalisiert, dass da auch vielleicht wirklich mehr Gremien und mehr Organisationen noch hinterstecken, die wirklich das Ganze kontrollieren und auch nochmal professionalisieren. Ärgerlich sowas, wenn dann wirklich Spieler verheizt werden, weil irgendwie intern Probleme sind. Sowas ist einfach nicht gut, da brauchst du auch keinen Teampsychologen mehr. Aber zum Abschluss möchte ich sagen, Astralis ist natürlich immer noch Top-Anwärter fürs Major. Natürlich, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Major ist auch immer eine andere Motivation. Welchen Platz würdet ihr die sehen? Top 3. Top 3 wieder, ja. Top 4. Sagen wir mal Top 5, weil dann ist vielleicht wieder dieser Effekt, Liquid und Astralis treffen sich wieder frühzeitig. Ja, nicht drin. Also ich sehe Astralis, wenn es gut läuft und nichts dazwischen kommt, eigentlich auch wieder im Finale. Wäre schön. Ja. Definitiv. Haben ein geiles Counter-Strike einfach. Ja. Eins der schönsten überhaupt. Und ist auch echt ein Klassiker mittlerweile einfach. Astralis Liquid kann man nicht anders. Wäre ein schönes Finale. Sagen. apropos Finale, letztes Finale, der Gegner von Astralis, Enz. Heiß, Enz ist nicht umsonst momentan auf Weltranglisten. Warte mal, sind Vierter, ne? Ja, genau. Ja. Vierter habe ich eben noch geguckt und wie gesagt, das war ja auch das Thema, was ich eben angesprochen hatte. Ich habe mir diese ganzen Events angeguckt, weil da wird ja mal geschrieben, wie das alles berechnet wird. Und man hat gesehen, bei allen Events, die aufgelistet sind, Core 5 von 5. Und das war für mich Aushängeschild. Natürlich, wir haben bei Liquid den einzelnen Wechsel gehabt, dass Taco halt gegangen ist, damals Stewie wiedergekommen ist. Da hat man halt so diesen Line-Up-Umbruch noch gehabt, aber die kennen sich ja alle in- und auswendig, das ist kein großer Effekt gewesen. Aber bei Enz, es funktioniert einfach. Konstanz, bleib zusammen, arbeiten. Du kannst nicht innerhalb, auch egal wie gut du bist, du kannst nicht innerhalb von 2-3 Monaten alles besprochen haben, was du mit deinem Team vorher schon besprochen hast. Jeden einzelne Ecke. Man hat ja am Anfang erstmal die Basics, dann wird das verfeinert, dann wird der jene verfeinert, dann wird der Retake verfeinert, dann wird der einzelne Spieler im Retake, wenn er denn noch 2 Gegenspieler hat, verfeinert und. Man redet über alles und irgendwann passiert es automatisch und das merkt man bei Enz, dass sie einfach Boom sind. Ich hatte damals vor dem letzten Major gesagt, dass Enz, weil sie hatten sich ja komplett durchgeschossen durch alle Qualifikationsphasen, habe ich gesagt, vor dem Major, Enz wartet ab, die sind am Ende in den Top 8, ja? Wenn die das über den Schwung hinaus schaffen, sich fürs Major zu qualifizieren. Ja. Am Ende haben sie meine Erwartungen übertroffen, das ist sehr schön, aber Enz hatte im letzten Jahr nur eine schwache Phase und das war die ESL One Cologne. Genau. Und so. Das war das einzige schwache Turnier, was sie hatten und nach der ESL One Cologne kam die IM Chicago und wo waren sie wieder? Mal wieder im Finale. Ja. Enz also, sind sie hart überfahren worden, muss man fairerweise sagen. Das muss man fairerweise sagen, ja. Aber man muss erstmal ins Finale kommen und es sind ja auch nicht die. Ich würde sagen, IEM Chicago war ein schönes Turnier, sich aufs Major nochmal warm zu schießen. Ja. Es waren ein paar gute Teams dabei, aber es war jetzt auch nicht das leichteste Turnier. Ich würde sagen, da war auf jeden Fall für Enz schon der ein oder andere Gegner, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte und auch solide geschlagen hat. Ideale, gute Vorbereitung. Ein Turnier, was nicht zu stark bemessen ist, was nicht zu schwach bemessen ist. Du kannst Erfolge feiern, hast ein bisschen Elan, hast Lust, hast Feuer. Und dann reden wir wieder über Spieler. Alu, wenn es um dieses Feuer in einem drin geht, dann ist, glaube ich, Alu ungefähr die Stichflamme des Jahrtausends. Der ist ja wirklich so heiß. Da war er schon überall, hat sich immer wieder hochgearbeitet, wurde sehr oft kritisiert. Gott, Alu, Bot, Alu. Damit mit ihm hat das, glaube ich, alles angefangen damals bei NIP. Mit diesen ganzen Bot. Gott und Bot. Und dann halt wirklich dieser russisch-chinesisch hergestellt Cyborg Sergei, so der überhaupt komplett eskalieren kann. Also wenn du den am Licht lässt, dann brauchst du nur die beiden. So, die machen es halt fertig und der Rest muss nur Granaten werfen können. Ja, ich denke halt, dass Enz auf jeden Fall auch wieder gesetzt ist für die letzte Stage auch weiterhin da sich gut präsentieren wird und ich denke, Halbfinale ist auf jeden Fall drin. Aber es wird halt echt drauf ankommen, gegen wen sie im Halbfinale dann noch spielen. Ich denke, gegen Liquid ist gerade der Abstand zu groß, aber gegen Liquid ist gerade der Abstand für alles zu groß, was sie zeigen. Aber ich denke, gegen Astralis haben sie gute Chancen, sie haben gegen Vitality gute Chancen. Und wenn sie sich zusammenfassen und halt nicht so einen schlechten Tag wie bei der IM Chicago erwischen, wo sie in 2 Maps nur 3 Runden holen, dann denke ich, dass die Chancen doch sehr gut stehen, dass Enz auch da gut abschneiden kann. Wird aber schwer, weil jetzt sind wir spätestens bei einer Skilldichte. Da passt kein Blatt mehr zwischen. Ja.
Du hast gesagt, zwei Spieler müssen bei Navi, bei Enz nur performen, damit das ganze Team sich drauf verlassen kann. Bei Navi ist es ähnlich. Entweder Simple und Electronic oder Simple und Boomage. Dann kann man auf Navi zählen. Glaubt ihr denn, dass man es dieses Mal auch kann? Ich glaube, große Abhängigkeit ist wirklich, wie Boomage persönlich ist, von der menschlichen Art her. Mhm. Weil ich glaube, auch Navi ist eins der Teams, die gefühlt seit Dekaden zusammenspielen, seit 1.6 schon im Chor noch sich kennen und. Ich glaube, dass du da wirklich mal frischen Wind brauchst. Und wenn der jetzt zum Beispiel wirklich eine Person ist, der das alles mal ein bisschen lockerer sieht und sagt, ey Jungs, komm. Und also es können wirklich einzelne Menschen einen Unterschied machen. Honeymoon-Effekt wird schwierig, weil sie einfach nur einen neuen Spieler holen. Für sie ist es so, wir geben dem eine Chance. Für ihn ist es, ey, lass mich spielen, so, weißt du? Und ich hoffe, dass das funktioniert und dass vielleicht auch der Wind oder halt auch wieder mal so diese Lust bei Navi wieder hochkommt. Weil bei denen wirkt es irgendwie so, ja, wir spielen jetzt, bis wir irgendwann retired sind. Es reicht bisher immer für genügend Preisgeld. Aber also zumindest bei Edward und Zeus wird es so sein. Ja. Ich glaube, bei Simple Electronic und. Die wollen natürlich gewinnen. Die wollen, glaube ich, ja, schon. Recht, gerade Simple, der ist schon hungrig. Was man aber Navi gut halten muss, und ich finde den Wechsel sehr positiv, ist, es ist ein Paradebeispiel, wie man als Organisation sich einen Spieler aussucht. Wie viel Zeit laut Blade, ja, der ja auch genug Counter-Strike-Erfahrung hat, investiert hat, um den perfekten Spieler für das System von Navi zu finden, ist einfach super beeindruckend. Können sich viele Teams eine Scheibe abschneiden, halt den besten. Haben sie gebraucht dafür? Die haben Safe Call, wenn ich mir das so anhöre, und der hat 100 Demos geschaut, hat der Minimum 3-4 Monate nach einem Spieler geschaut. Und die hatten sie wahrscheinlich auch schon vorher auf dem Schirm gehabt. Sagen wir mal, das ist jetzt nur aus dem Blauen geschätzt, Minimum halbes Jahr. Halbes Jahr Vorbereitungszeit, den perfekten Spieler zu finden für das Lineup. Und ich muss sagen, dass Boomage sich bisher in diesem System halt wirklich sehr gut präsentieren konnte. Er bringt frischen Wind für Zeus mit, als sozusagen Erfahrung des Ingame-Leaders hat Boomage ja sowieso gehabt bei seinem alten Team, bringt frischen Wind mit Zeus. Da merkst du einfach auch so ein bisschen die technische Umstellung der Taktik und natürlich auch des Spielstils. Er bringt individuell eine AWP noch mit, was gut ist. Er ist gut an der Rifle, er ist gut an den SMGs, also individuell top. Und, er ist jung und er hat Bock. Und ich finde halt, ein junger Spieler kann Navi da sehr weiterbringen. Für mich ist Navi auf jeden Fall bei diesem Turnier auch, würde ich sagen, fast schon kleiner Geheimfavorit, um den Titel zu gewinnen. Ich lege mich mal weiter aus dem Fenster. Wenn Navi einen guten Tag hat und wenn Navi wirklich Bock hat und sich durchsetzt, dann können sie einen Major gewinnen und das wäre dann die größte Überraschung. Also, wenn der Trainingsfortschritt auf 200% ist, dann könnte ich vielleicht beipflichten, aber ich glaube, wir brauchen das Major noch ein bisschen. Ich muss halt eine gewagte These raushauen. Eine brauchen wir, oder? Eine gewagte These für den Podcast. Dafür haben wir euch eingeladen. Genau. Genau, das ist das Schöne. Ja, aber es wird Spaß machen, Navi wieder zu beobachten, weil es einfach was Neues gibt. Ich habe mir lange überlegt, okay, wen sehe ich so als Geheimfavorit für das Major? Du kannst Vitality nicht picken, okay, die können das Major gewinnen, du kannst Dings nicht tippen. Bleibt für mich Navi über. Ja, Navi ist für mich so das Team, was gewinnen kann, aber keiner so wirklich auf dem Schirm hat, und das ist für mich so der Geheimfavorit, wenn die halt wirklich ihr System gut durchsetzen können und sich vorbereiten jetzt die letzten Wochen und die Player Break ordentlich genutzt haben, dann ist Navi auf jeden Fall mit dem Potenzial, was sie gezeigt haben bei den letzten Turnieren, gut mit dabei, oben beim Major auch im Finale spielen zu dürfen. Mal gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss mich kurz korrigieren, ich habe gesagt Edward, aber Edward ist ja für Boomage gegangen. Ja, genau. Das war Flamey in dem Fall. Genau. Aber er hätte wahrscheinlich eine ähnliche Einstellung gehabt. Also genau. Ja. MIBA ist das nächste Team, können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhandeln, weil kein Coldzera. Da möchte ich reingrätschen, weil ich nämlich bei dieser Top 8 und Flop 8 habe ich bei der Flop 8 wirklich als schlechtestes MIBA gesetzt. Nicht, weil sie das schlechteste Team sind, sondern weil das wirklich für mich die absoluten Verlierer momentan sind. So von Line-Up-Wechsel etc. Wer mir am meisten leid tut von allen ist Taco. Taco verlässt ein Schiff, was jetzt gerade sich zu einer AIDA-Gold-Version geschmiedet hat und ist jetzt bei MLBA, wo alles auseinanderfällt. Für mich ist das so wirklich die größte Enttäuschung überhaupt. Und man kann nur hoffen, dass der Rest sich nicht davon beeinflussen lässt. Und er ist auch noch der netteste. Also Taco und Nothing sind die zwei nettesten Dudes, die es im gesamten Counter-Strike gibt. Und für den tut es mir auch wirklich leid. Super. Also ist für mich auch, wenn wir gleich von diesen Shooting Stars sprechen oder von den besten Spielern, ist er für mich der Verlierer überhaupt. Ja,
Ich muss sagen, MIB hat trotzdem das Potenzial, ihren Slot zu halten. Zumindest den Versuch zu starten, weil sie haben gezeigt beim letzten Turnier bei der IM Chicago, dass es halt auf jeden Fall möglich ist. Sie haben gutes Counter-Strike gezeigt. Sie haben auch gezeigt, dass Zeus auf jeden Fall auch noch spielen kann. Und dass es auch ohne Cold Zero funktioniert. Das wollen sie natürlich jetzt beweisen. Genau. Was auch gut ist. Aber ich denke wirklich, das Ziel von MLBA sollte klar formuliert sein, Slot halten. Genau, richtig. Und dann mit KNG halt in der nächsten Season wieder durchstarten. Dann wieder vorbereiten. Aber da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehen, Cold Zero. Ja, sehr interessantes Interview ja auf HLTV gesehen. Da muss man sagen, mal so ein bisschen die Einblicke zu bekommen, wie das im Hintergrund abgelaufen ist, dass Cold Zero halt auch wirklich noch an das Lineup mit Tarek und Stu2k geglaubt hat und gesagt hat, wenn man da länger Zeit lässt, dass das was wird. Ja, klar, war ich auch der Meinung. Wenn man da mal noch ein halbes Jahr länger Zeit gelassen hätte, wäre das auch was geworden. Aber gefühlt, hier gehen wir auf die Bühne, mach mal, er ist nicht gut getanzt, lass mal wieder wechseln. Ja. Genau. Du hast das ja angefühlt, deswegen. Aber das ist sehr interessant gewesen. Und ich denke, Cold Zero wird dieser Wechsel auch sehr gut tun, weil für ihn geht es auch nicht mehr ums Geld. Für ihn geht es irgendwie um Erfolg. Er wartet jetzt noch ab. Und MIBA, denke ich, wird auch ganz gut ohne Cold Zero in der Konstellation klarkommen. Kommt drauf an, welchen Spieler sie picken. Ich finde halt immer noch, dass KNG halt wirklich als Ersatz für Cold Zero wirklich sehr gut gewählt ist, wenn es dann halt so kommen sollte. Wen haben wir noch? Haben wir ihn vergessen? Face, ne? Jawohl, hast du genau den richtigen Nächsten auf der Liste erraten. Face, ja. Face auch immer so. Ich habe immer Bock, Face zu casten. Immer, muss ich ganz klar sagen. Du weißt nie, was auf dich zukommt. Ich habe bisher noch nicht, also Neo hat natürlich einen anderen Stil, also nicht einen anderen Stil, aber hat natürlich nochmal ein bisschen frischen Wind reingebracht. Aber grundsätzlich ist es für mich immer noch nichts explizit Greifbares, wo man sagen kann, das hat jetzt den enormen Unterschied gebracht. Es bleibt weiterhin natürlich eine individuell so starke Bande, die du mit richtiger Anleitung und im richtigen Tag bis ins Finale setzen kannst, aber es ist einfach Face. Aber ich denke, Tobi, du kannst bestimmt sehr viel dazu. Ja, Face, mein Hoffnungsschimmer am Horizont mit Neo als Ingame-Leader. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass Neo die beste Möglichkeit war, die Face picken konnte als Ingame-Leader, weil erstens nichts anderes frei war, zweitens war das die beste Option, die sie hatten zu dem jetzigen Zeitpunkt, und ich finde, dass Neo halt versucht, viel mit dem Team zu machen. Du hast halt immer noch diese individuelle Stärke. Man hat auch gesehen, dass Neo in dem Lineup ja ein bisschen was erreicht hat. Neo kam das Lineup rein, man spricht ja immer von einem Honeymoon-Effekt, aber ich finde, in dem Fall ist nicht mal Honeymoon-Effekt. Ich finde einfach, dass er Olofmeister und auch Guardian nochmal reaktiviert hat, dadurch, dass er sie richtig einsetzt, dass sie halt auch wieder Bock haben zu spielen. Und ich würde es sehr schade finden, wenn sich so Gerüchte bestätigen würden, wie Face geht zu Cold Zero geht zu Face oder so und Neo beißt dann wieder ins Gras. Ja. Ich hoffe, das wird nicht passieren, weil ich würde dem Lineup einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Ich denke, es wird nicht für den Titel reichen, aber Slot-Verteidigung sollte auf jeden Fall für den Face-Clan drin sein. Einfach aufgrund der individuellen Klasse. Genau, alleine. Richtig. Also selbst wenn Neo dann nicht mitspielen würde und die zu viert auf dem Server stünden. Ja. Aber es muss erst funktionieren. Also das Gute ist halt, wenn du ein starkes Team gegenüber hast, wie ein Liquid, die disablen halt einfach alles, was sie da spielen. Und das ist halt der große Faktor. Ich denke aber auch, es gab wenig Personen, die überhaupt bei solchen Starspielern als Ingame-Leader vorgesetzt werden können, ohne lebendig gefressen zu werden. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, den Nico nicht lebendig frisst. Genau, das egal, ist egal, wie lange der schon spielt. Also. Ich glaube, auch Neo wird bestimmt sagen können, ey, ich war schon eine Legende, da warst du noch flüssig, so bitte geh mir jetzt nicht auf den Senkel. Aber das Counter-Strike hat sich geändert und der Respekt davor ist nicht mehr da. Das sieht man schon alleine an Gobbys Position in Deutschland, wo gar keiner mehr eine Ahnung hat, was dieser Mann überhaupt für CS gemacht hat. Ja. So. Tja. Farbe bekannt, Gobbi. Daumen hoch dafür. Ah, da ist die Kamera. Hallo. Nein, also das ist ja ein anderes Thema. Das kann man vielleicht mal in einem anderen Podcast durchkauen. Aber Face kann alles schaffen, muss nicht, wird interessant. Ja, waren ja auch letztes Major kurz davor, übers Miner sich wieder hochspielen zu müssen. Ich denke, sie sollten auch realistisch sein und sagen, okay, Slot-Verteidigung für Champion Stage sollte drinne sein, aber Titel zurzeit gegen Liquid, Astralis doch ein bisschen weit weg. Aber lassen wir uns überraschen, wie gesagt, Face ist eine Wundertüte, ist alles drin, guter Tag, umschießen,
und Momentum sein und schon kannst du alles schaffen. Ich glaub, jetzt und das haben wir schon oft genug gesehen. Jetzt kommt bestimmt der schönste Schnurrbart des Counter-Strikes, oder? Sag mal, als würdest du auf meinen Bildschirm gucken. Ah? Hast du Wallhack an? Das ist ein Speer. Hast du Wallhack an, oder was? Enthüllt. 99 Damage Caster cheated. Nein, die Renegades sind natürlich als nächstes dran. Wie du schon gesagt hast, der schönste Schnurrbart auf dem Major. Reicht es auch für mehr, ist die Frage. Renegades, die hatten eine Phase, ich war total verliebt. Ich war hin und weg, die waren sowas von gut unterwegs. Haben auch diesen emotionsvollsten Menschen der Welt, JKS, der wirklich so gut wie nie Emotionen zeigt. So. Aber einfach mit seiner Klasse und seiner Sympathie unglaublich gerockt hat. Insgesamt das Team extrem stark gewesen. Momentan, ja, hat es einen kleinen Hänger. Ja, so schön wie das beim Major, bei der IM aussah, dass das Team halt dem Nachnamen von Mr. Savage gerecht wurde, ne? Man hat es danach nicht mehr für die großen Teilnahmen gereicht. Man hat halt die ganzen ESL-Events mitnehmen können, hat aber zumindest meiner Meinung nach immer beim Seeding so ein bisschen durch dieses ESL-Ranking ein bisschen den starken Gegner abbekommen, aber am Ende für mich auch keine Entschuldigung, weil sie halt gegen die Gegner gewinnen müssen. Mhm. Aber wenn du ein Team bist, was sehr schwer oder sehr kalt in Turniere reinstartet, ist das natürlich extrem undankbar, wenn du in der ersten Runde gegen Liquid spielst und in der zweiten Runde gegen Team Vitality. Weil Team Vitality halt dann ihr erstes Spiel auch verloren hat und dann steht man im Lower Bracket auf einmal gegen Vitality. So hast du zwei starke Gegner und dann fliegst du aus dem Turnier raus. Das ist natürlich mega deprimierend. Definitiv. Wenn du auch immer siehst, bei vielen Turnieren werden irgendwie 8 Teams eingeladen, irgendjemand muss Achter werden oder irgendjemand muss Siebter werden. Und wenn du natürlich dann im Vergleich guckst, was du für andere Hochkaräter dazwischen hast, ist natürlich Renegades eins der Teams, was ausgewechselt werden muss. Aber grundsätzlich willst du nicht immer um den 8. Platz spielen oder um die Invites, sondern du willst letztendlich auch mitspielen um die Gewinne. Und das heißt, da muss eine Schippe draufgelegt werden. Und da braucht man auch nicht über. Also natürlich, da muss man Seeding mit einbeziehen, aber sowas müssen sie dann auch mal bei 10 Spielen, müssen sie auch einmal gegen Liquid gewinnen. Das ist korrekt. Sie müssen halt einfach diesen Kaltstart irgendwie loswerden. Ja. Diesen Kaltstart, das ist das A und O. Sie haben einen guten Map-Pool. Sie können auf, besonders in BO1, können sie halt wirklich einen guten Vorteil ausspielen, weil sie halt kaum irgendwas bannen müssen oder der Gegner sagt, okay, ich muss jetzt explizit das bannen, weil Renegades halt einen sehr tiefen Map-Pool hat, wo sie halt dann wirklich auch drauf zurückgreifen können. Und das ist einer der großen Vorteile, auch im BO3. Tiefer Map-Pool, immer gut. Aber dieser Kaltstart bei den Renegades bricht ihnen die letzten Turniere echt das Genick. Deswegen gut, dass sie Legenden sind, haben sie ein bisschen Puffer und ich denke auch da Ziel-Slot behalten. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann schon ein Major-Ziel momentan, würde ich sagen. Bin ich bei dir. Damit kommen wir zum diesmal einzigen schwedischen Team in diesem Major, was wirklich, wirklich ungewöhnlich ist, muss man ja schon sagen. Die Ninjas in Pyjamas. Ja, Ninjas in Pyjamas, Get Right nicht mehr da. Das ist ein ganz neues System. Das wird auf jeden Fall. Spielt er aber nicht dieses Turnier? Der Major spielt das Major. Das ist die Abschiedsturnier. Stimmt. Genau. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Okay. Also, Nee. Wird es halt die Abschiedsturnier sein und ich glaube, da möchte man wirklich alles in eine Waagschale legen, versuchen, so gut es geht, noch für Get Right das Schönste zu machen. Stimmt, ich habe den Sticker noch gesehen. Welcome. Da habe ich leider wirklich keine Erfahrung, wie das für einen Spieler ist, der vorm Absprung steht in so einem Major. Der hat ja wirklich eine Karriere hinter sich, der hat ja nicht umsonst die Tränen vergossen. Das wird sehr emotional. Also ich glaube, da ist halt die Frage, wie sehr kann man die Emotionen und den Kopf abschalten bei NIP. Ich denke, Get Right wird nochmal sehr frei aufspielen. Hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall Bock hat, noch zu daddeln. Wo es ja auch in Zukunft für ihn hingeht, ist ja auch wieder eine große Frage. Ansonsten wird halt Streamer. Passt ja auch ganz gut von den Zahlen her. Wollte ich gerade sagen, die Leute können alle streamen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ist halt was. Oder er wird halt irgendwo bei NIP eine Position einnehmen oder zieht nochmal ein junges Team auf oder wird Coach oder was oder weiß ich. Oder nennt sich Get Left und spielt nochmal bei NIP. Genau, und spielt nochmal NIP. Aber ich denke, für NIP geht es darum, einfach das Beste aus dem Turnier rauszuholen. Es wird für NIP unglaublich schwierig, bei diesem Turnier zu bestehen. Für mich war es immer ein Team, was gut um Playoffs spielen konnte, aber dann nie weiterkam. Auch mit der Konstellation, wie sie jetzt gespielt haben, mit der Konstellation davor. Es war immer ein Team, okay, ja, ist halt so ein Team, ja,
kommt in die Playoffs, das schaffen sie auf jeden Fall. Aber dann war Feierabend, dann kommt so ja, Viertelfinale und dann ist vorbei. Ja, dann kommt so das Viertelfinale und dann ist NIP ja raus. Aber man hat das Minimumziel erreicht, Playoffs. Aber das ist momentan auch irgendwie der schwedische Fluch. Fnatic ist ja nicht ähnlich. Ja. Also das tat mir sehr weh. Ja, aber so ist es. Wie du schon gesagt hast, ein schwedisches Team, immerhin haben sie eins. Wir Deutschen sind ja wieder null ausgegangen. Ja, hart gesagt, ja, ist es ja. Hast du recht. Und Flascher hat es jetzt bestimmt auch einfacher, wieder in dieses Line-Up zurückzukommen, ja. Was der Report nach sehr, sehr gerne machen möchte, ja. Nach seinem Fiasko bei Cloud9. Ein Team fehlt noch. Liquid. So sieht's aus. Ja, brauchst du eigentlich nichts sagen. Maschinen. Elite, der konstanteste Spieler der Welt, haben sich Tobi und ich letztens auch schon drüber unterhalten. Er ist einfach vielleicht nicht die beste Rifle überhaupt, aber die konstanteste. Und ja, einfach nicht der flashiest Player, nicht der auffälligste, aber das Niveau, das er ja konstant hält, ist ja wirklich krass. Das ist einfach so brutal, was Elish halt seit 3 Monaten, ja, 4 Monate, also wirklich. Macht er das doch seit 2016. Ja, er ist aber immer so ein bisschen, er ist halt immer so ein bisschen untergegangen. Seitdem Team Liquid halt wirklich Erfolge sammelt und halt wirklich gewinnt seit 4 Monaten, merkst du halt auf einmal, okay, was ist auf einmal mit Elish los? Weil der hat auf einmal Sternmomente zwischen Gut und Böse. Dieses konstante Rating, was der hält auf HLTV, ist unglaublich. Der Mann kriegt immer seinen MVP. Okay, letztes Mal hat er von Saibu geklaut bekommen. Macht aber auch nichts, er war trotzdem konstant genug. Und für mich einer der Kernspieler, warum das auch bei Team Liquid gerade so gut klappt. Diesen Mann kannst du an der Rifle an jede Position stellen, der nimmt immer 2-3 Leute raus. Dieses Multifrag-Potenzial bei Elish ist einfach unglaublich. Aber allgemein, das Lineup von Team Liquid hat einen großen Punkt geschafft, dass sie einen großen Vorteil vor Astralis meiner Meinung nach haben. Sie sind taktisch versiert und können taktisch ein gutes Umschaltspiel umsetzen, sind gut auf den Maps vorbereitet, also einen sehr tiefen Map-Pool. Was sie aber Astralis zurzeit im Vorsprung haben, ist individuelle Stärke. Individuelle Stärke bei Team Liquid, es gibt zurzeit nichts Besseres. Wenn du einen Twist siehst, für mich einer der besten Rifles der Welt, wenn er denn performt. Er hat halt immer so dieses Problem, dass er erst immer, zu den Playoffs immer anfängt. Zu den Playoffs eskaliert er maßlos, aber dann ist es auch wirklich, das ist gruselig. Also es ist wirklich gruselig, wie ein Mensch so konstant in Schnauzen schießen kann und das auch millisekundenmäßig. Dann hast du natürlich noch einen Stewie2k, der Gott sei Dank nicht verpulvert worden ist bei MLBA. Er hat früher für mich nie so geglänzt. Er war natürlich individuell extrem stark, aber jetzt bei Liquid ist er einfach nochmal wieder. Da hat er gezeigt, ey, ich kann mich anpassen, ich bin einer in der Lage, mit einem der besten Teams mitzuhalten und mitzuspielen, und zeigt er teilweise auch Eskalationszustände. Ja. Und dann nimmst du Nitro und nimmst Neff noch dazu. Die Neff, es geht immer so ein bisschen unter, liegt aber daran, dass das Twist... Auch so ein das liegt der einfach... Der geht konstant unter. Genau, der geht konstant unter. Das liegt daran, dass... im Twist und Elish halt einfach die Show stehlen. Manchmal gibt es auch Turniere, wo der Neff einfach stärker ist als Elish oder Twist, weil er dann einfach mal im Rating halt oben steht. Ist auch konstant. Der macht auch sein Ding. Nitro holt Sachen, die unglaublich sind, die man auch nicht denkt. Wie kann Nitro das schaffen? Das ist einfach ein individuelles Team, was super funktioniert und nicht umsonst gerade auch der Major-Favorit ist und nicht umsonst den Inter Grand Slam in Rekordzeit gewonnen hat. Und nicht es ist halt einfach überall 1-1-1-1-2-1-1-4. 53 Tage und Astralis hat irgendwas um die 220 gebraucht. Genau, die haben circa ein Jahr gebraucht und Team Liquid hat das innerhalb von 4 Turnieren beendet, weil das eine hatte mit der IM Katowice, hatte Astralis gewonnen. Ja, und danach die 4 Turniere Sydney, was alles kam. Chicago und Cologne. Hat dann, wer soll das denn je schneller gewinnen? Team Liquid, hold my beer. Und immer wieder, ne? Genau. Naja, mussten wir erstmal das System umstellen. Haben sie jetzt die Regel geändert. Ja. um auf die Konstanz zurückzukommen, ein Team, was eigentlich im Kern ohne Stewie schon seit anderthalb Jahren so zusammenspielt, sich jahrelang, also ein Jahr lang, die Zähne ausgebissen hat an Astralis, der ewige Zweite war, mentale Probleme hatte, und zu diesen mentalen Problemen ist dann Stewie gekommen, der hat Feuer. Wenn man den mal auf einem Turnier wirklich spielen sieht, der brüllt seine Gegner auch echt zusammen und hat den einfach so ein bisschen Intensity reingebracht, und das hat sie, finde ich, meiner Meinung nach
over the top gehoben. Ja. Das ist auch, ich hatte den großen Vorteil, dass ich wieder mit Carsten angefangen habe, wo gerade die Amerikaner so in der Aufholjagd waren. Und es war immer so, ey, endlich mal, vielleicht schaffen sie es bald mal, ein Turnier zu gewinnen, die Amis. Sie sind schon vielleicht, dran, ne? Vielleicht, ein bisschen fehlt noch. Ja, und die haben es gezeigt. Jo, wir sind da, wir haben gearbeitet, geackert, getan, gemacht und jetzt sind wir verdient da, wo wir hingehören und holen jetzt noch ein paar Leute mit hoch, wie zum Beispiel Energy und sonstiges. Und ich denke mal, wenn natürlich das Niveau in dem Land selber besser wird, kann auch das gesamte Niveau der besten Teams auch nur steigen. Genau. Da sehe ich auch den großen Nachteil bei Renegades, dass sie halt auch auf Down Under nicht gerade die meisten PCW-Gegner haben, ohne Ping 200, glaube ich, gefühlt. Ja, sie spielen ja in Amerika. Spielen? Ach, nee. Da siehst du mal. Ja, das wusste ich natürlich. Nee, da werden sie von Liquid zerstört, lernen sie auch. Ja, genau. ja, das ist ja nicht das Problem. Also, sie sind ja in Amerika da ansässig, okay, spielen dann, ja da selber Pro League und so. Aber ich denke, dass wir das Team Liquid gerade halt dieses Pensum in Amerika nach oben legt und man sich halt auch viel von Team Liquid abschauen kann, geht natürlich auch das Niveau in Amerika nach oben. Ja, und das wird ein Riesenvorteil sein für alle Teams dort. Davon wird jeder profitieren, davon wird die brasilianische Szene profitieren, davon wird die amerikanische Szene profitieren und am Ende auch die europäische Szene, weil das Niveau halt komplett nach oben geschraubt wird und der Anspruch halt irgendwann, das ist wie bei Dragon Ball, ne? Da kommt dann irgendwann der super mega Saiyajin oder so, keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen die Counter-Strike-Szene, so ein bisschen das Dragon Ball Movie 2.0. Ne? Weißt du, wann diese Pflanze gewachsen ist in den USA, als Goppi-Tapsen und Legia rübergegangen sind? Dann haben sie ein paar Seeds geworfen und jetzt sehen wir Liquid. Ohne Goppi wäre Liquid nicht da, wo es jetzt steht. Grüße gehen raus, ne? Goppi in allen Ehren, aber ich würde das Fallen anrechnen. Der da ein bisschen länger unterwegs war. Und, Ist die Theorie, die ist sehr gewagt. Ja. Ja, ja. Aber Team Liquid immer noch der Favorit. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu streiten. Natürlich. Also Team Liquid ist das Team, was die größten Chancen hat, dieses Major zu gewinnen. Wenn du ein Buchmacher wärst, würdest du die Quote wahrscheinlich auf 0,5 setzen und den Rest. Ja. Also im übertriebenen Sinne. Aber ich denke, dass Team Liquid hier natürlich das Ganze perfektionieren will und jetzt noch ein Major gewinnen will. Ne? Ja. Dann ist ihre Ära auf jeden Fall zementiert, endgültig. Da kann niemand mehr auch nur irgendwas sagen. Nee. Ich finde, es ist immer noch nicht so krass wie Astralis, weil die über so eine lange Zeit dominant waren. Aber wie dominant in der kurzen Zeit Liquid ist, das ist doch nochmal... Genau. Die sind nochmal ein Stück weiter weg, habe ich das Gefühl, von allen anderen. Ich würde mich auch niemals trauen, irgendjemand anderen auch nur ansatzweise als Favoriten zu benennen. Mhm. Da geht aber gar nicht. Auch da ist es ist kein Garant. Man kann einen schlechten Tag haben, der Gegner kann gutes Momentum haben, man kann Pech haben, man kann Glück haben. Es geht nur darum, wenn man im Vorhinein mal eine Tendenz geben sollte, dann ist Liquid auf jeden Fall von den Prozentpunkten noch mal mehr als Favorit zu sehen. Aber es kann alles passieren. Das ist das Geile an Counter-Strike. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dadurch, dass diese Gap natürlich auch etwas knapper wird, merkt man halt, du hast nicht mehr das Team wie früher Astralis, das dominant über alles drüber gefahren ist. Man merkt auch, dass Liquid ankratzbar ist. Sie können verlieren. Und sie haben fast gegen MVP verloren. Sie haben fast gegen Energy verloren. Sie haben fast gegen die Hellraisers, sind sie fast aus der ESL Pro League ausgeschieden. So Sachen halt, ne? Dass du halt wirklich dich über die letzte Map nochmal gerade so reinrettest in die Overtime und gerade nochmal so es schaffst, durchzukommen der Gruppenphase und dann das Ding zu gewinnen. Was natürlich auch für eine Qualität spricht, niemals aufzugeben. Aber du merkst halt auch, dass Team Liquid nicht unbesiegbar ist und dass Team Liquid gebrochen werden kann. Aber sie arbeiten dran, unbesiegbar zu werden. Definitiv. Ja. Sie haben die Avengers-Shirts schon an. Auf jeden Fall. Counter-Strike-Team auch nicht mehr besonders weit davon entfernt. Ja. Gut, damit sind wir alle Teams durchgegangen. Wir machen es einmal noch schnell. Players to watch, jeder 3. Okay, ich habe mir da welche aufgeschrieben. Ich fange an, nehme direkt mal Saivu. Naja, Saivu für mich momentan einfach der Spieler, auf den man gucken sollte in der internationalen Szene. Bombenstark. Nimm du mal den nächsten, dann kann ich nochmal nachdenken in der Zeit. Ich nehme mir dann einfach mal andere Spieler. Oder ich mache jetzt den Gegenpart, ich nehme Elish, weil das ist der Player to watch. Mal gucken, ob er noch eine Schippe drauflegen kann und noch konstanter spielt als sonst. Und weil man eben auch ein bisschen genauer hingucken muss. Ja, dann einer für mich, es ist schwer, das auf eine Person zu regulieren. Ich sag Kerrigan. Kerrigan als ausschlaggebender Spieler für Mousebots. Weil ich da wirklich, ich finde Mousebots ist eines der interessantesten Teams momentan, hinzugucken, wo werden die landen. Man sollte aber bitte Taschentücher einpacken, denn es kann auch sein, dass es in eine ganz böse Richtung geht.
da kann ich von gut Maus bin ich persönlich noch nie enttäuscht worden. Nee. Ich weiß nicht, wovon weil du keine Erwartungen hast. Da schließe ich perfekt an. Player to Watch ist für mich die Kombination Frozen und Voxic. Ich hatte es ja eben schon erwähnt. Frozen und Voxic ist für mich das Ding, wo Mousebots scheitern oder triumphal in die nächste Gruppe ziehen wird. Sind die Spieler mit der wenigsten Erfahrung, das sind die Player to Watch, weil sie individuell brutalst umdrücken können. Und du hast gesehen, was Voxic, wenn er einen guten Tag hat, zum Beispiel gegen ein Team Liquid im Alleingang abreißen kann auf Nuke. Und ich denke, wenn Voxic daran weiterarbeitet und Frozen auch von Chris J so an der Hand genommen wird, merkt man ja sehr oft auf Inferno zum Beispiel, dass die beiden halt dein harmonisches Duo sind, denke ich, sind das die beiden Player to Watch, wo man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen muss. Besonders, weil es für Frozen das erste wirklich große, prestigeträchtige Turnier ist. Das gleiche gilt auch für Voxic. Wenn wir bei Frozen sind, dann können wir auch noch sagen, der nicht allzu geheime Geheimfavorit Sergey von Enz, auch für mich ein Spieler, wenn du Bock auf geiles Counter-Strike hast, auf individuelle Stärke, dann blick da auf jeden Fall auch mal hin. Das macht auf jeden Fall auch mal sehr viel Spaß. Schade, dass es so viele Spieler to watch sind, weil ich hau jetzt noch Priest rein von NRG. Weil das, ja, oh, den Priest, schön, Priest darfst schön, du ja nie vergessen, weil Priest ist der Mann, der NRG nach vorne trägt. Das ist auch so ein Player to watch. Da sollte man auf jeden Fall, wenn man sich NRG gerne anschaut, sollte man da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, weil er ist ein absolutes Beast an der Rifle. Ich hab noch einen Pulk. Was hast du noch? Ich habe gar nichts mehr. Also ich könnte noch jede Menge sagen. Aber ich habe noch zwei dazwischen, die interessant sind. Hau rein. Zwei Newcomer, Obo und Blobski. Die wird einfach Blobski, interessant zu sein, wie die sich jetzt auf der großen Bühne bei dem Major Under Pressure präsentieren. Bei Obo auch so ein bisschen, was er generell überhaupt leisten kann. Der Hype ist da, aber muss nochmal geschaut werden, was denn wirklich am Ende dabei rauskommt. Die finde ich auf jeden Fall noch interessant. Blobski hat zumindest in den Turnieren das eine, was sie bisher mit NRP gespielt haben, eigentlich sehr gut gespielt. Also er passt vom Stil her gut wirklich in dieses Lineup rein und hat auch zumindest NRP so ein bisschen stabilisiert. Mal gucken, ob es für den Rest dann reicht. Also das ist auch so ein Player to watch für mich. Den schönsten Namen. Welchen? Blobski. Blobski. Ja. Voll lustig. Geil. Also zumindest als Deutscher. Ich weiß nicht, wie das schon. Den besten richtigen Namen hat Bentet. Hansel Ferdinand. Ja. für mich wirklich ein wichtigen Punkt, auf was man noch achten muss. Das ist aber eher so der, das Team to watch ist crazy. Crazy ist für mich das Team, wo man halt wirklich nicht mehr sagen kann, Player to watch, sondern Team to watch, weil die halt alle individuell krass sind. Ich hoffe, sie bestehen weiter nach dem Major so in der Konstellation weiter. Es könnte nämlich echt das Face werden, ne? Das neue Face mit den individuell krassen Spielern. Ich hoffe, sie werden dann nicht auseinandergepflückt, weil Potenzial ist immer da. Verträge laufen aus, ne? Und schon hast du, sagst, oh, guck mal, ich pick mal Esperanto, oh, ich pick mal den Hunter, weil dann das große Team kommt, wie zum Beispiel Face oder so, und sagt, okay, wir wollen uns verbessern, wir haben Bock auf den guten Spieler. Cousin Nico. Nee. Ja, komm, auf geht's. Willst du mal deinem Cousin spielen? Auf geht's. Auf der einen Seite hoffe ich auch, dass Crazy natürlich belohnt wird für ihren Engagement und für ihre Spielklasse. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass dieser Counter-Strike-Stil nicht funktionieren wird auf lange Sicht, sondern dass wir doch mehr auf die taktische Ebene gehen müssen. Aber da wiederum sprechen wir in 5 bis 10 Jahren nochmal drüber, wenn wir wirklich 1 Million Nachwuchstalente haben, dann geht es ja wirklich um die Taktik, weil jeder, sage ich mal, so gut schießen kann, wie es nur geht. Ja. Also Crazy kann ich jedem nur empfehlen, mal gucken, was die reißen beim Major. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial, die nächste Stage zu erreichen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sogar so eine kleine Endstory, wie wir sie in Katowice haben. Vielleicht, ne? Wer weiß. Easy for Crazy. Easy for Crazy. Ja. Too Crazy for Us. Crazy for Crazy, neues Lied. Too Crazy for Us. Great, great. Gut, das war's dann. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Expertise. Viel Glück bei den 3 Wochen Durchschuften, die ihr habt. Aber es ist ein Counter-Strike-Fest. Und deswegen denke ich, wird es euch viel Spaß machen. Das war's vom 99pod für heute. Vielen Dank unseren Sponsor AMD. Folgt uns auf Twitter @venomtv, @jitco, @kauzisports, Spotify, YouTube, Podomatic kann man es runterladen. Es gibt reichlich Möglichkeiten, diesen Podcast zu hören, zu schauen und sich zu Leibe zu führen. Tut es fleißig. Wir freuen uns über alles. Und damit sehen wir uns bis zum nächsten Mal.